immer diese, die haben immer diese türkischen Lieferanten. Ja, genau. Das ist genauso, genauso wie den Offingen. Der immer seine Reifen kaputt macht. Genau, da da gegenüber vom Penny. Genau wie in Offingen ist es heute nämlich auch. Bei Hort der Tiermat. Ja, will jemand zusammenfassen? Oder Hort der Tiermat. Diese, diese Überleitung. Also ja, doch. Jetzt lasse ich mal jemanden anderen hier. Muss ja nicht jedes Mal Miss Mint machen. Ja, ist ja nicht fair so. Das letzte Mal. Hat auch jemand in Old Bay drin, Alter. Ja, natürlich schreibst du es auch, schreibst du es umsonst, wenn einer über mich ist. Dann mach ich's ja. Ja, okay, machen wir es. Wir machen es so. Es ist schon ein guter Twist dahinter. Ich mach erstmal das hier, okay? Bei dir ist ein Twist, okay. Okay. Also gut. Tag 167. Kapitän Lerostahl hat unser Ziel erreicht und dockte an der Küste an. Laut Berichten zufolge befindet sich Machat in ein riesiges Eisberg namens Euervigaton. Jedoch in unserer Position war dieses nicht sichtbar. Deshalb müssen wir weitere Informationen aus einem Dorf von Ureinwohnern und Fischern auffindig machen. Kapitän Lerostahl leiht uns einer seiner Matrosen, Sir Bellingham von Matterhorn, der Ulu-Ik sprechen und für uns dolmetschen kann. Kurzer Einwand. Ja. Wer in Eulbeer rein will, der sollte noch kommen. Jetzt ist nur einer drin. Ah. Nur ich. Habe ich gar nicht vergessen, sorry. Nur der coole Typ. Aber ich Markus den geklickt habe. Ja, ich habe auch Markus geklickt. Bin ich gut. Das war der Plot-Twist. Oh Gott. Nach mehreren Kilometern, aber wir benutzen Meilen, befinden wir diese Ureinwohner allerdings von Bären und Wölfen angegriffen. Wir haben sie gerettet und haben versucht, von ihnen Informationen zu bekommen, welches Region selbst unternommen hat. Woher kennt er deren Sprache? Zwar erklären sie uns, dass der Euervigaton nur zu unserem Tod führen würde, und ein Dorf von Volksstamm des Ulu-Ix wurde vom Weißen Tod versklavt. Die Ulu-Ix dort haben anscheinend Angst. Der Weiße Tod sei riesig und jagt Wale. Eine Drache? Ein solches Geräusch hatte die Ulu-Ix zum Fliehen gebracht. Ein völlig guter Zeichen. Tag 168. Wir beschlossen uns trotzdem, das Dorf zu besuchen. Schließlich könnte sich Machat dort befinden oder dort schon besucht haben. Allerdings hoffe ich, dass es nicht gefährlich sein wird, denn sollten die Dorfbewohner uns angreifen, dann ist dieser Drache ganz und gar nicht zu unterschätzen. So. Warum gibt's da keinen Eintrag mehr weiter? Weiß ich nicht. Auch RIP. Gab's da einen Fall, wo Mint es nicht mehr weiterschreiben konnte? Nein. Weil Mint auf dem Boden lag. Schade, ne? Später aber erst. Ja, nachdem sie vom Drachen. Nachdem der Drache hat dir einfach zwei Face Punches gegeben, hat er zwei Uppercuts gegeben und du lagst am Boden. Richtig, genau. Aber das war halt noch nicht direkt. Das war am Ende. Was halt fehlt, ist, dass wir erst zu denen gegangen sind, nur du und ich. Du also, auch verstanden hast. Also an diesem Punkt was würde ganz anderes in Erinnerung. Würde einfach in Erinnerung, dass ihr von einem Hirten angegriffen worden seid und dann zweimal den Kampf gemacht habt. Von einem Hirten? Nee, das komisch. War ich weiß nicht, du Ach, träumst das war ein anderes Abenteuer. Du träumst glaube ich ein bisschen komisch. Nee, Yannick ist von Intellekt devour geworden. Achso, meinst der hat jetzt ein Intelligenz, ist aber ganz schön mies. Nein, null Intelligenz. Hilf, wir brauchen Cleric. Da wird die Musik gleich 13 Mal lauter, Alter. Ja, Mann. Also, ich erzähl mal aus Balazars Sicht einfach weiter. Okay. Also, nachdem dann Rekion und Mint dann dahin gegangen sind und die Sprachen verstanden haben, sollte Balazar gegen ihren Champion kämpfen. Gegen diesen hat er auch gekämpft. Doch, irgendetwas war falsch an diesem Kampf und der Champion hat ihn besiegt, obwohl Balazar gesehen hat,
dass er ihn eigentlich schon längst hätte besiegen sollen, nachdem es ihm auf einmal irgendwie mitten im Kampf wieder besser ging als vorher. Denn hat es ja schließlich gesehen, dass er seinen Gegner verprügelt hat und es richtig krass, ihm es aber auf einmal besser ging. Da muss wohl irgendwas Falsches im Spiel gewesen sein. Irgendwelche Hexerei. Dann wurde er besiegt und dann haben sie ihn weggejagt. Oder haben sie die weggejagt? Dann haben sie die. Die haben euch nicht weggejagt. Also, Moment mal. Also sagen wir so, sie wollten uns quasi, sie haben gesagt, entweder wir geben die Waffen ab oder wir gehen. Und da irgendwie, wir die Waffen nicht abgeben wollten, sollten wir natürlich dann gehen. Und dann kam. Nee, das stimmt so nicht. Das ist nicht wahr. Was? Wir haben die Waffen ja nicht abgegeben. Ja, wir haben die Waffen nicht abgegeben. Dann ist plötzlich ein Geräusch aufgetaucht, nämlich ein Drache, der rumgeschrien hat. Ja, wir sollten. Die Dorfbewohner sind weggerannt und ihr seid auch weggerannt. Ja, aber trotzdem, wir sollten gehen, aber irgendjemand fand natürlich die Idee cool, dann einfach ein Drachengeräusch zu machen, damit die weglaufen, damit wir das Dorf untersuchen können. Wir sollten nicht gehen von denen aus. Von denen aus hieß es nur, gebt uns eure Waffen und dann geht. Nicht gebt uns die Waffen oder geht. Ja, okay, wir wollten halt abhauen. Wir wollten einen taktischen Rückzug machen, okay? Wir wollten aber so oder so gehen. Region wir wollten gehen. Kerngedanke war gehen. Ja, richtig. Taktisch hat Region überlegt, hat gesagt, komm, wenn ich die jetzt ablenke, dann können wir einfach abhauen und können einen anderen Tag wiederkommen, vielleicht diesmal Stealth gehen. Hat aber nicht so gut funktioniert. Ja, das Ganze hat nämlich zwei Drachen angelockt hat. Einen großen und einen kleinen. Genau. Und nach ein wenig... Ich nicht drauf kommen, wenn ein Drache davor einen Tag davor rumschreit. Dass da ein anderer Drache im Revier von einem Drachen ist, dass der Drache sagt, hey, das war ja, wer das ist. Ja, das weiß man vielleicht out of character, aber Region ist dumm wie Brot, also. Also Bartin hat sowas ja auch schon mal getan, also. Das manchmal, er ist manchmal also da muss ich Paul aber zustimmen. Letztes Mal bei Bartin war das aber auch ein bisschen Bullshit. Oh, Intelligenz, ja, Intelligenz von 0, okay, ja. Das hat irgendwie funktioniert. Deswegen, um überhaupt mit euch überhaupt reden zu können, muss er sich jedes Mal erstmal anfassen. Genau. Ja. Ja, okay, und dann habt ihr gegen den Drachen gekämpft? Und haben ihn fast besiegt. Wir haben ihn fast besiegt. Dann hat er erstmal Schwanz zwischen die Eier gezogen. Mint hat es irgendwie auf den Boden gelegt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, er hat den Schwanz eingezogen. Hat aber vorher dann auch den Bitch-Move gemacht. Und natürlich dann das einzigste Mädchen aus der Gruppe einfach mit zwei Uppercuts einfach K.O. geschlagen. Und Alter, ist dann abgehauen. Sexist. Ja, man, richtig. Der Drache, den interessiert das bestimmt. Nein, das ist kein Sexist. Er tut Frauen gleich behandeln, ja? Oh, stimmt, das ist das Gegenteil von Sexismus. Ja, aber denn er schlägt einfach alle Frauen mit zwei Uppercuts einfach nieder. So läuft es. Frauen. So läuft es. Wenn du als Mann keine Frau schlägst, ist das sexistisch. Das stimmt wohl, aber. Ja. Das stimmt, weil du ja nur Männer schlägst dann, das stimmt. Das und du behandelst Frauen anders, das ist ja dann wieder diese andere Sache. Gleichberechtigung für alle. Wer kennt und das nicht? Mit dieser Gleichberechtigung sind wir nun wieder dort an diesem Ort, an dem das Blut von Mint den Schnee gelb färbt. Nein, das ist bei dir passiert, war das. What? Wo sind wir denn hier eigentlich? Und ja, dann hat natürlich glühendes Blut, wer kennt das nicht? Der Drache wutentbrannt und schreiend in seinem Berg zurück. Und von oben hört ihr in der Distanz. Moment, darf ich das? Nein, das habe ich natürlich nicht. Drache 1, Drache 2, Drache 3, Drache 4. Das wäre aber der erste Frei gewesen. Wo stellt denn der zweite Drache? Der ist zum Schiff gegangen. Ja, aber die Frage ist, wann kommt er wieder? Wenn sollten wir die Position wechseln? Nee, oder halten, weil er alleine ist, wenn er wiederkommt. Wisst ihr überhaupt, ob der zum Schiff geflogen ist? Oder ob nein, das ist er nicht. Geflogen ist? Aber wir vermuten. Ja. Wissen wir nicht, aber wir vermuten, dass er zum Schiff geflogen ist. Das hat er uns gesagt. Das hat er nochmal so. Ich fliege übrigens jetzt zum Schiff. Nee, man muss sagen, der andere hat's gesagt und hat's ihm befohlen. Vielleicht hat er es halt nicht gemacht, ne? Hat mal zwischen den Zeilen gelesen. Ja. Nee, vielleicht hat er einfach keinen Bock gehabt, der kleine Drache. Ja. Was soll der Große tun? Soll er ihn töten? So, ja.
Ja, vielleicht hat er halt Phase. Angst, keine Ahnung. Was denn nicht? Er hat die schwierige Phase, ja. Oh ja, gut. Gott. Von oben hört ihr Sachen. Sachen, cool. Was sind diese Sachen so? Ja. Ihr hört das doch, oder nicht? Was? Keine Ahnung. Also ich höre Kampfgeräusche. Ja, ich höre Kampfmusik. Kampfgeräusche hört ihr von oben. Vom Dorf? Vom Dorf, genau. Oder okay. Well. Ja. Also, hat irgendeiner von euch einen Heiltrank oder so für sie? Muss ich da erst mal mit Da muss ich in meinem Inventar gucken. Entschuldigung, über die Tasche. Kann einer von euch heilen? Ich hab leider. Ich hab nur keine Klamotten. Zauber mehr. Ich hab auch keinen. Da muss ich doch gut. Ja, dann ist Mint tot. Nein, Moment, ich muss ihn nur mal. Erstmal ist er auf Fluss geworfen. Warum will es das nicht fressen, Moment? Weil der Samen möchte sie fressen. Wenn sie im Schnee liegt, kriegt sie. Minus 84. 84 Kälteschaden. Und jetzt ist sie tot. Ich hab doch hier die Heilung. Die führt zum Eisblock. Also, da ist die Heilung. Cure Wounds, Touch. Er betatscht sie und auf einmal steht sie, kann sie wieder aufstehen. Fühlt sich auf einmal so warm unten rum. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, das ist einfach diese andere Art von Angrabbeln. Ja, aber Moment, da muss ich doch erstmal gucken. Nein. Der Oswald, der Elendige. Ja. Kann ich eigentlich mein Second Wind eigentlich so benutzen hier? Auch out of Kampf? Ja. Ja, okay. Das ist ja klar. Den ich schon. Aber das ist eine andere Frage. Den hab ich noch. Das letzte Mal, als ich den benutzt habe, also nein, ich hab den. Nee, das war in dem anderen. Das war in der anderen Kampagne, da spiel ich auch einen Fighter. Ah. Yes. Ach so. Dürfen Sie nicht verwechseln. Wo du sagst, ich mach das auch. Wo du sagst, ich mach das nicht. Ja, dann machen Sie es. 1d10 plus Fighter Level. Wow. Good job. Lauf auch einmal durch. Yikes, Bro. Naja, mein 10 Leben sind 10 Leben, so. 10 Leben sind 10 Leben, ne? Ja, 12 schon Leben gut. Sind ein bisschen besser. Das sind halt 12 Leben, ja. Warum kriegst du? Weil ich level. 1d10 plus weiter plus Level. Ah, okay. Nein, ich gerade so, hä? Sag ich 12 oder halb? Fuck, Alter. 7 weniger, hä? Ja, ich schnaufe nur ein bisschen durch. So krass kann ich nicht durchschnaufen, wie Ballasar. Ich hab 2-1. Mint, hast du vielleicht irgendwas, um dich noch selber zu heilen? Du siehst jetzt echt so super aus. Und die anderen von uns auch nicht. Das Problem. Ja. Verletzt ist ja. Wow, das ist echt, was ich noch hab, so Crossbow-Ball. Was hör ich da im Hintergrund? Versichere nichts. Kümmert euch erstmal um euch selber. Die anderen sind jetzt nicht wichtig. Was die da oben machen, die wollten nur unsere Waffen klauen. Die feiern doch bestimmt, dass wir jetzt tot sind. Hört ihr das nicht? Die schreien doch schon förmlich vor Freude. Herr Ballasar, die Dorfbewohner konnten es nicht anders. Dieser Drache manipuliert jeden. Er hat versucht, uns zu manipulieren. Sie sind doch sicher froh, dass der Drache uns. Sie denken sicher, der Drache hat uns gefressen und ist deswegen weggeflogen. Und jetzt ist er satt und kommt nicht mehr, um sie zu fressen. Und trotzdem, was passiert da oben? Wir müssen es untersuchen. Vielleicht kommt er eine Hungersnot deswegen. Nun, wir können aber trotzdem mal nachgucken. Hört sich eher nach einem Aufstand an. Und dann sollten wir erst recht helfen. 9 HP. Mehr? Ah, Silber, okay. Achso, auf Höhengraden. Ah, das dazu 2. Noch. Genau. Ich lese es immer falsch. Also, Ballasar geht schon mal dann schön vor. Komm ich da drüben hoch? Ich weiß nicht, wie wir da hochkommen.
Ja, da wo wir euch dann schon hoch. Irgendwo ach, drüben. Ja, stimmt. Also. Okay. Ja, nee, aber es ist ja relevant, so wo man hochgeht. Also. Ja, wir sind nicht so weit weg von dem, wo wir letztes Mal. Ich wusste ja nicht, ich weiß ja nicht mal, aus welcher Richtung wir kamen, also. Nicht bewegen, bitte, dankeschön. Hier kamen wir her, glaube ich. Nicht bewegen, sage ich, und ihr nicht bewegen, dankeschön. Achso, ich hab verstanden, dahin bewegen, bitte. Ich hab genau das Gegenteil verstanden. Auch verstanden. Nice. Okay, ich ziehe euch jetzt. Auf. Oh. Fuck, der blaue Typ. Oh boy. Ice Throw ist. Oh. Ja, mit blauen. Das sind diese komischen Frauen mit diesen leuchtenden Augen. Na dann. Ja. Kobolde. Ja. Ja. Also ein Haufen Kobolde. Also die Ureinwohner kämpfen gegen Kobolde, Eistrollen. Also ihr seht, dass zwei, ja, ihr könnt von mir aus würfeln, ihr seht... Noch nicht, ich noch ein nicht. Schlachtfeld, doch, ihr dürft würfeln. Und ihr seht, wie die, diese hier, die normalen Menschen versuchen wegzurennen und werden eben von den Steinschleudern der Kobolde getroffen und von den Trollen zerrissen. Während sich Krieger den Trollen in den Weg werfen, um die Leute zu beschützen. Die werfen sich auf so ein... Schreien, geschrien. Ja. Die werfen sich auf so einen Selbstmordhaufen, damit der Troll jeden Einzelnen zerreißen muss, damit die weiterkommen. Also machen wir mal wieder das alte Spiel hier. Ja. Ich hätte jetzt minus 2 Initiative erwartet. Das erste, was ich sehe, ist der da. Erstmal Hex. Normal. Ja, ihr bist vielleicht noch nicht dran. Okay. Wir haben noch nicht gewürfelt. Muss jetzt ein paar Mal würfeln. Ach, du willst jetzt für alles durchwürfeln. Ja, Mann. Ich dachte, wir kriegen so, hey, ihr jumpt rein, jetzt nicht, seid ihr dran. Das ist nicht Dungeons and Dragons, das ist jetzt ein Kriegsspiel. Ja. Ja. Also es gibt tatsächlich in D&D tatsächlich so einen, so Regeln für solche wirkliche Kriegsszenarios. Aber da werden ein bisschen mehr da sind ein bisschen mehr involved als bloß das, was jetzt auf dem Feld ist. Ja, da geht's schon um Hunderte. Ein großen Teil von Herr der Ringe kam aus diesem System. Ist so. Ihr könnt euch schon mal eine Idee überlegen. Hab schon eine Idee. Meine erste Idee ist, ich laufe vor, wie weit ich kann, und dann schieße ich auf den ersten Kobold mit der Armbrust, den ich sehe. Also, die Idee habe ich auch. Weil ihr eh nicht so weit laufen könnt, sollte ich vielleicht nicht direkt das erste Ziel wegklatschen. Das stimmt wohl. Sonst ich kann sowieso über das ganze Ding schießen, wahrscheinlich. Ja, du schon, du hast Sharpshooter. Ja, wahrscheinlich schon. Ich kann bis zu 80 Fuß schießen mit der Armbrust, also ohne Probleme. Das ist aber auch nicht so weit auf dem Feld. Also, wenn ich von hier unten aus meine 30 Fuß laufe. Nimm mal die da hier. You won't send the result of the roll of the turn checker, but... Ah! Ich kann sogar den Ice Troll abschießen, also. Ich hab mal eine taktische Frage. Ist das hier was Gutes oder was Böses? Die Wölfe sind gut. Ach, die Wölfe. Aber ist das ein Hund? Die Hunde sind Huskies. Wölfe ist dasselbe. Die Frage ist jetzt gerade, wofür, auf welche Seite stellen wir uns? Weil... Wir können uns auf keine Seite stellen. Klar, können wir uns nicht. Ich wär mir unsicher, wer hier welche Seite hat. Ja, richtig. Im Moment. Ja, ob also die Eistrolle. Ob die Eistrolle von einfach so hier auftauchen und die Drachenanhänger gegen kämpfen oder ob die Eistrolle von dem Dingens geschickt werden, von dem Eisdrachen. Also ich könnte mir vorstellen, die Eistrolle könnten random da sein. Und die Kobolde haben jetzt die Chance genutzt, einfach um einen Ambush zu machen. So. Die sind einfach so zwischendrin im Getümmel und greifen einfach die Leute an. Weil die vom Drachen geschickt wurden, weil der jetzt mad ist. Also bin ich als erster dran. Ich glaube auch, dass der Drache mad ist. Also ich habe das Gefühl, ich bin als erstes dran. Naja, wahrscheinlich. Ja, jetzt alle, ich glaube nicht. Ich habe nur noch 21. Ist alles unter mir. Bisher. Oh, ich glaube, ich habe alle. Ich bin mir aber nicht sicher. Werden wir dann immer so erfahren. Gut, Rickion, du bist dran. Lass die blauen Leute nicht. Die rennen weg. Okay. Also, gehen wir erstmal maximale Reichweite dahin. Max.
Ich glaube, einen davor. Die Karl Maximale. Und dann mache ich einmal Hex auf den hier. Auf den Kobold. Okay. Yep. Ihr kann es ja versetzen, wenn er tot ist, oder? Ja. Wie war das? So wie Hunters mag. Ja. Und ich mach. Warte, kurz mal zu lesen. Zu Beam. Kann ich Eldritch Blast Beams auf verschiedene Targets machen? Ja. Dann werde ich natürlich einen Eldritch Blast auf den, einen Eldritch Blast auf den machen. Eldritch Blast! Whoop. Whoop. Und auf einem Hex Schaden. Falls er trifft. Ah, stimmt. Okay, tot. Alle. Also, der hat auch getroffen. Okay, der hat auch dann getroffen, ja. Hab ich eh keinen Hexschaden auf den. Gut. Boah, jetzt muss ich dir das verfinden, meine ich meine so. Okay, muss ich das verfinden. Zurück vorbei. Oh Gott, was hab ich jetzt gemacht? Das weiß ich ja da. Aber mein Zug ist vorbei. Ja. Dein Zug ist vorbei, dann ist. Welcher Kobold an der Reihe? der da oben. Okay. Würdest du sagen, seit wir nach dem Kampf runter sind, ist schon eine Stunde vergangen? Nein. Okay. Fünf Minuten. Ja, nee, das ist halt wichtig wegen Tanks. Dann höre ich, was die schreien und so. Verstehe das, deswegen. Da hat kein Gegner vor sich, dann geht er natürlich dahin. Du sei aber am Arsch der Welt sind. Und greift ihn. Standard. Und trifft ihn und macht diesen hier in 6 Schaden. Aber welcher ist jetzt dran? Der ist dran. Oh, wait a minute. Yep. Wait a minute. Wo ist denn die Eu hin? Da oben. Die Zauberin? Ganz da oben. Ah, okay. Ja, das ist gut, glaube ich. Ich glaube. Ja, das ist gut für uns. I think I did a mistake. Warum? Du hast doch zwei Kobolde angegriffen, oder? Ja. Ich glaube, das hat es richtig gemacht. Oh, ich hab keine Ahnung. Dann ist Balazar in der Reihe. Ja. Also. Troll. Balazar geht erstmal sein Maximum. Dahin. Aha. Und dann schießt er mit seiner Armbrust auf diesen Kobold. Hast kein Drachenatem. Der funktioniert nicht so weit. Kein 60-Fuß-Cone. Probier's doch. Hast du es denn versucht? Ja, wenn du so weit schießen kannst, dann. Ja, 80 Fuß geht die. 80 cool. Und dann 320. Also längste Reichweite ist 320 und normale Reichweite 80. Also das sind 65 Fuß. Und dann würde er noch auf den da schießen mit seiner anderen Attack. Armbrust ist nachladen. Ja, dann nutzt er seine Bonusaktion einmal, um nachzuladen, und dann schießt er nochmal. Okay. 2 Schaden, nice. Schmachs. Schießt ihm einfach in den Fuß. Jetzt wird's interessant. Für die kleine Fuß. Oder eigentlich ist klar. Ey, was machen die denn? Als wäre die Ureinwohner getrollt. Das denke ich nämlich auch. In Wirklichkeit kommt der Eistroll von den Ureinwohnern. Und kämpft gegen die Kobolde, oder was? Dann hätten wir auch nicht helfen müssen, glaube ich. Da schaut, er muss da mal würfeln.
Ja, der absorbiert sie einfach. Ich hab gesehen, er hat sie absorbiert. Also, sorry, ich muss das, glaube ich, nicht euch alles kommentieren, was die machen, oder? Doch, wie ein Fußball. Doch, alles kommentieren. Okay, dieser Kobold greift diesen da an und er trifft ihn. Scheiße. Ja, der hier greift den Eistroll an. Oh. Und trifft ihn. Wow. 200 Schaden. Ja, boah. Kritischer Schaden und macht 2 Schaden. Was? Nochmal bitte, zum Verständnis, wer hat wen gerade angegriffen? Der Tribal Warrior hat den Eistroll angegriffen, hat ihn kritisch getroffen und macht ihm 2 Schaden. Cool. Also 1-1. Mit was greift der an? Mit einer Gabel? Mit oder mit Wattebäuschen? Nee, mit dem Würfel, wenn er nicht mal spitzen. Ja, Mann, er wirft den Würfel einfach gegen sein Gesicht. Hat ihm 2 Schaden, kritisch. So viel heilt der Troll wahrscheinlich in seiner Runde. Der smasht ihn. So ein Troll hat noch nix. Der macht den Detroit Smash. Oh je. Ja, und den auch noch! What? Ja, hast du nicht gesehen, wie der andere Trollfreund durchgegangen ist? Da habe ich jetzt nicht ganz aufgepasst, da war ich auf meinem Kacken. Ja, Skeleton Wars an der Reihe. Gut. Schauen wir doch mal. Vielleicht tötet ihr die Passanten, Alter. Passanten. Ja, Mann. Nein. Flieg und Sieg. Nein. Kellenbohr. Zu weit entfernt. Sehr gut. Ja, nein. Also, ich dashe mit meiner Bonusaktion. Von 60 bis hierhin. Genau. 60. Und benutze meine Aktion, um den Troll anzugreifen. Hat der Troll einen Gegner von sich innerhalb von 5 Fuß? Ich glaube mehrere. Die kämpfen nicht, die rennen weg vor ihm. Aber ich bin trotzdem aber Gegner. Den da hier, Alter. Ja, der hat auf jeden Fall den da hier neben sich. Okay, dann krieg ich Sneak, ja. Den jetzt eher, die zwei. Dann kommt der Instant Schaden. Spectral okay, aber dann durch seinen Kopf. Aber der tut direkt Sneak, weil der da im Kampf ist. Okay, dann beschwöre ich meine Klinge in meine Hand und schmeiß sie. Und mit Sneak treffe ich hoffentlich. Weiß ich nicht. Ja, du triffst. Oh. Warum? Hör auf! Hör auf, so viel Schaden zu machen! Nein! Das Ding. Jetzt hab ich schon wieder den Scheißbug. Das muss ich aktualisieren. Warte kurz. Cool. Kunai wie Naruto. Da wurde getrollt. Ja, meine Karte bewegt sich jetzt ständig. Nein. Da wird Kellenbohr getrollt. Und der Yannick wird auch getrollt. Und Kellenbohr auf den Troll. Und schmeißt sein Kunai. Oh nein. Krieg ich dich so? Ach komm, fickt euch doch. Danke. War gut. Jetzt muss ich erst alle Gegner wieder aufmachen. Warte, ich glaube, das war jetzt ein bisschen. Vergiss nicht, du hast den einen Trick rausgefunden, Yannick. Ja. Dann muss ich ja trotzdem nicht öffnen erstmal. Außer wieder einstecken. So, ja. Öffne dich. Ja. Genau. Halt, das brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Die brauche ich. Das macht es deutlich einfacher. Sonst hätte ich jetzt 12 Stunden dafür gebraucht. So, die haben wir schon. Jetzt das hier noch. Wo sind die? Mich verarschen. Hä? Was sind jetzt hier plötzlich? Hä? Aus irgendeinem Grund waren da jetzt plötzlich Meeresmenschen drinnen? Das. Meeresmenschen? Wo ihr Meeresmenschen treffen sollte? Cool. Wasser. Von dem Wasser beim Schwimmen, das war die Bootsbegegnung, diese andere. Also ich rede mit denen. Mit den Meeresmenschen. Ja. Mit den Meeresmenschen, oder? Ja. Ich rede mit dem Moskito, das neben mir fliegt. Okay. Als Aktion. Jetzt kannst du weiter. Als Aktion schmeiße ich denen einen Fisch hin.
Also die Rassismus mal rausgeholt. Er sieht es bestimmt nicht als Beleidigung. Nee, nee. Was? Ich vielleicht. Der freut sich drüber. War jetzt so richtig am Start, ich sehe das schon. Also ich bin bereit, du kannst weitermachen, ne? I'm ready. Habt ihr noch einen Angriff, oder? Ich weiß nicht, was sagt der? Kellem, Dorf. Kelle Brimbau. Kommt auch nee, das war alles, sorry. Also, das war komplett alles. Dann kommt der Aktion. Welcher Hund? Wurf. Der Hund. Hä? Moment, der Hund. Hund ist das jetzt? Und der Hund holt aus! Welcher Hund? Schör, Brudi. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Ich schwör auf den Hund. Bei dem Champion. Der Hund. Lieber Hund. Kann der überhaupt so weit laufen? Hund beißt. Hört sich, ich denk mal schon, oder? Hey. Hund beißt. Hey. Doch. Easy. Easy kann der so weit laufen. Ja. Der trifft aber nicht. Unlucky. Was greift der überhaupt an? Der Hund! Ja, wem greift der wohl an? Der Dreher doch nicht! Ich springe einfach so alle auf den Troll zu. Richtiger Focus-File hier. Der ist was, der geil, was, Alter! Was hat Kelle Brimbo angegriffen? Den Troll. In das da. Diese hier. Das da? Diese Wer da. Troll. Sure, Bro, die mach nicht diese. Alter, der trifft mich, die sind richtig scheiße. Oswald, du bist. Ja, ich lauf dahin, wo ich markiert habe. Jetzt wirft Oswald eine Axt. Ja, ich werf jetzt eine Axt, jetzt pass auf. Obwohl am Bogen. Alles hier hin, ja, ich werf die Dinge. Und dann, genau. Komm, dann hau ich noch. Tantas, weiß ich, Tantas Mark, sondern das andere. Ah. Tantas Mark, das andere Tantas Mark auf den drauf. Ja, auf wen? Auf den Troll. Welchen? Auf den hier. Also beide Hunters Marks oder nur ein Hunters Marks? Ja, ich kann nur eins, weil beide sind Bonusaktionen. Ja, und welches? Das, wo kein Spellslot kostet. Ah, also das. Genau. Und dann würde ich den Troll angreifen. Dann ja, mach das. Genau, du nimmst ihn ins Visier mit deinem Zielfernrohr, das du an deinem Bogen hast. Weil es richtig eingestellt ist. Da triffst du auch. Dann wäre ich schon fertig. Weil ich gar nichts mehr tun. Schon fertig, sagt er. Macht so viel Schaden. Ne? Und ehrlich, ist alles fertig. Wollte auch gerade sagen. Ich bin schon fertig. Ah, dann bin ich jetzt schon fertig. Ich habe fast nichts gemacht. Der da ist. Als hätte er 5 Aktionen gemacht. War nur, was war's? 47 Damage aus? Aha. 26. Wieso ist der jetzt tot? Moment. Der falsche ist gestorben. Den hat keiner angegriffen. Das ist der falsche, ja. Den du weggemacht hast, ja. Doch, den habe ich angegriffen. Der hat aber nur 2 Schaden bekommen. Jetzt sage ich auch, der hat nur 2 Schaden gekriegt. Er trifft dich und macht dir 6 Schaden. Mit seiner Steinschleuder. Ging es ins Gewicht. Steinschleuder. Und läuft zu dir hin. Kenny Dodge. Okay. No. Nee. Nee. Das Steinschleuder echt gefährlich. Steinschleuder sind gefährlich, ja. Also pass auf, die hat, wenn die 6 Schaden macht, die hat dir ein Fünftel von deinem Leben. Der nimmt auch seine Sling raus und wirft auf dich. Und der trifft dich auch. Und macht dir 3 Schaden mit seiner Steinschleuder. Okay, jetzt an Kenten, nein, das ist mir jetzt zu viel. Nein. Wo sind die jetzt? Welcher? Der da oben. Ah ja, der. Du der hast viel zu viele Sachen gerollt, Alter. Minz, du bist dran. Okay. 30 groß. Und auch der Steinschleuder. Mint wirft auch eine Steinschleuder. Er wirft die Steinschleuder. Ja, ja. Wie der Kobold, weil er bloß 3 Schaden macht. Mhm. Okay, Mint. Hält ihr beiden Händen zusammen, denn auf 3. Stufe werdet ihr alle gebläst. Wir alle werden gebläst. Bläst, bläst, bläst. Du bist bläst. Du bist bläst. Du bist bläst. Du bist bläst. Ich bin bläst. What does it do? 3 creatures.
Also plus 3, glaube ich, oder? A saving throw. Add a d4 and add the number of roll to attack roll or saving throw. Cool. Dritten. Genau, das wäre. 4. Wie? 5. Ich verstehe nicht. Hat er. Er hat auf dem dritten Level Blessed gecastet. Das heißt, alle von uns sind jetzt so, Blessed. Ja. Genau, Hashtag Blessed. Ich bin fertig. Hashtag Blessed. Gibt's nicht sogar gebläst, Alter? Doch, Blessed gibt es. Das ist der Kelch. Ja, Mann. Gib uns den Kelch. Wir könnt ihr alle euch selber geben. Oh, ja. Diese faule fauler DM, Alter. Der DM, hier 300 Sachen machen muss. Stimmt. Auf wen war das alles? Alle auf von uns. Alle, auf alle von euch. Das ist einfach Bardic Inspiration, oder? Nein, nee. Das ist Bless. Ja, aber es ist vom Prinzip her, das ist, Nein, du kriegst auf alles ein D4. Nicht nur einmal. Nein, du kriegst auf Attack Rolls also und auf Saving Throws, solange es hält, also für eine Minute. 6 Runden. Der Geist nee, sehen wir ja auch. Und Konzentration. Yeah. Concentration. Dann muss ich mir jetzt hier so ein Dings holen, dann bleibt Bless drauf, oder? Angriff Modifier. Sogar der Standard. Ich hab ihn zweimal getroffen. Den Troll? Ja. Nice. Wieso habe ich jetzt hier. Hä? Ach, das ist der Hund, okay. So eine Runde. Das ist der Hund. Ich wollte nur gesagt haben vorhin. Bitte ich. Ich hatte Hex auf dem dritten Level gecastet, das heißt, ich habe 8 Stunden statt 1 Stunde. Wollte ich nur gesagt haben. Mit beiden wegzukommen. Willst du noch das Concentrating-Ding geben? Ja. Ich will es nicht vergessen. Your turn. Gut, ich mache erstmal Hex auf. Also, ich setze meinen Hex auf den Eistroll. Bonusaktion. Der Kobold ignoriert worden. Nein. Ich werde den Eldritch blasten und den Eldritch blasten in Reihenfolge. Whoop. Whoop. Der zweite ist gone. Beide sind gone. Und mit meinem restlichen Movement laufe ich einfach noch. Ja, hier hin. Okay. Ich würde es gerne. Egal. Shift. Dahin. Shift. Okay. Shift gedrückt halten, bevor du loslässt. Dann bleibt der Pfeil da. Danke. Okay. Dann ist der Kobold hier dran. Ja. Bardic Inspiration kostet mich Bonusaktion? Ja, das nein? Das kostet dich. Punkt. Auf. Weiß nicht, was steht da drin? Was also steht doch da dran? Auf Aktion oder Bonusaktion. Das Poster ist, dann sieben wir es. Nicht badig. Weißt du es nicht auswendig? Tada! Ihr könnt es was. Bonusaktion, okay. Ja. Ja. Sorry, weiß ich nicht auswendig. Ich spiele dafür zu viele Klassen gerade. Verstehe. Keine auswendig. Aber deswegen kann man es ja nachlesen. Ja. Ja, ich hab's ja, nimmt eine Slingshot und schon wirft. Schwach. Auf wen wirft ihr die denn? Er wirft ihr auf Region. Die Slingshot in der trifft dich und macht dir 5 Schaden. What the fuck, der. Okay. Was schießt gerade? Atombombe. Wie eine Atombombe. 69. Nice. Concentration. Oh ja, Concentration, ich muss Constitution Saving Throw. Ne? Constitution Saving Throw. Ja. Ja. Okay. Gerettet. Trifft nicht. Trifft nicht, okay, die sind richtig kacke. Trifft auch nicht. Das ist ganz angenehm gerade. Der Ice Throw macht Matrix, Mann. Der trifft, geil. Endlich, 2 Schaden. Achso, wohl, ja, stimmt, das sieht nicht. Nice. Also, mal ist
Mal als dumme Frage, haben wir eigentlich überhaupt du bist dran. Einen Kobold gesehen, der mit einem Typen gekämpft hat, so an sich? Ja, hier. Okay. Ja, da hat er gewonnen, ein krasser Typ, da wisst ihr, wie gut die Typen sind. Balazar, it's your turn. Sagst du, wir sollen ein AOE genau hier hinsetzen? Feuerball. Feuerball! Oh, ein Zoll ist sogar tot. Level 9 Feuerball. Don't tempt me. Alter, ich hab den Troll schon geschwächt, der hat mir den Troll geklaut. Wer hat eigentlich den Troll getötet? Der da. Einer von denen. Der da! Oh, okay, ja, da er hab bekommt die Erfahrungspunkte. Ja, ja, scheiße, ich hab die Wahrheit. Genau, nur er bekommt die Erfahrungspunkte, genau. Der ist jetzt zwei, hat jetzt zwei Level-Ups gekriegt. Wir werden hier geteilt durch 35. Oh, ja. Die Frage ist, soll ich jetzt den Troll anschießen oder die Kobolde? Mach was, nee, what you want. Was du denkst. Du glaub, machst mehr Schaden. Also ich glaube, ich schieße mit der Armbrust lieber die Kobolde an, weil machen die dem Troll halt nicht viel Schaden mit der Armbrust. Ich kann damit halt eher einen Troll, einen Troll töten als einen Kobold. Töten, ja. Genau. Ich töte eher den Troll als den Kobold. Troll töten. Ja. Genau. Ja. Also ich schieße auf den Kobold zuerst. Ja, dann mach das. Okay. Dann lade ich nach mit der Bonusaktion und schieße dann noch auf den Troll, damit er auch auf den Troll. Auf diesen Troll da schieße ich. Wer macht das? Alter Troll. Das ist der Troll, der ist auch gut. Die haben halt nur 7 HP oder so. 5. Oh wow. Dann ist der Eis. Der Eistroll, ja, das steht sogar drauf. Ja. Hab grad gedacht, oh, jetzt hab ich euch verraten, was das ist. Und dann merke ich, ja, der steht da drauf. Troll hat 5 HP. Wir wissen nicht, wie er aussieht, dafür wissen wir, wie er heißt. Ja, ich weiß auch nicht, wie er aussieht. Stell dir einfach diesen grünen Troll einfach in weiß vor. So wie die Wölfe. Ja, der hat einfach weiße Haut. Nö. Ah ja. Nö, das möchte ich mir nicht vorstellen, weil die sehen viel cooler aus. Ja, das stimmt, die sehen viel cooler aus. Du hast jetzt Hops, oh. Ich muss auf, jetzt kommt wieder ein Bild. Es sieht einfach cooler aus als die normalen. Ach, nein. Und zum anderen hätten wir dann noch die hier, warte. Ja, mit etwas Fell. In deiner Fresse, treffen die eigentlich irgendwas? Nein. Leider von der Troll getötet, ja? Sicher, das liegt nur an ihm, nicht an euch. Ja. Yeah. Entschuldigung. Das ist ein WoW-Troll. Du bist dran. Das ist auch ein Troll. Ja, das ist ein WoW-Troll. Ja, das ist ein Eistroll, ja. Das ist mal ein Eistroll hier. Muss ich das hochstellen? Das ist der andere, das ist der rechte, wo du übrig ist. Das ist dieser andere Troll. Was war denn das Niedrigste, was ein Troll getroffen hat? Wissen wir das? Nein, aber ich glaube 15. 16, ne? 15 oder so. 15 oder 16. 15 hat das Niedrigste, was Troll getroffen hat. Ja, 15. Einmal Eldritch Blast mit 15. Ja, okay, ich Auswahl mit 15. Ich nutze meine. Obwohl, ne, warte. Ich habe ja Bless. Bless? Ich nutze meine Blitz. Geht das auch auf den Schadenswurf eigentlich oder nur auf den Angriffswurf? Nee, Angriffswurf. Okay. Angriffswurf. Genau. Habe ich nicht mal gemacht bei mir. Ich spiele wieder meine Klinge geworfen. Und werf die erste. Oh, krass, bin ich. Ah! Selbst clever. Und werf die zweite auch mit Sharpshooter. Mach das. Ja. Aber der Crit. Das ist meine Runde. Ohne Sharpshooter mehr weniger Schaden gemacht als ich. Weil er auch gekrittet hat. Mhm. Ja. Wie wir gesagt haben. Weißt du, wer besser ist hier? Wichtig, dass es gesagt worden. Wichtige Information. Ja, die laufen miteinander. Was ist da passiert? Sharpshooter hält nicht verdoppelt. Der hat ihn einfach gefressen. Mhm. Ja. Du kriegst sie so an einem Stück auf, einfach so. Wie so eine Schlange. Aber ist das heute hier schon wieder? Ja. Gleich gegen Drachen wahrscheinlich. Aber. Gleich gegen die Kleinen noch. Kein Problem, absolut kein Problem. Ich glaube, ich habe echt das Gefühl, wir könnten den Kleinen komplett zerreißen. Ja, Auswahl, ich glaube, der kommt jetzt. Pass auf. Ich wäre einen Schritt vor oder ein paar Schritte. Jetzt nur noch der Dings da, oder? Habe ich nur noch ein bisschen, habe ich noch Zeit. Ja, den Troll will jetzt ein bisschen. So, der Troll will getrollt werden. Möchte ich ihn doch ein bisschen. Alle. Troll wird nett. Hab das, Mark. Ja, ich kann es doch verschieben, ich wollte mich erstmal auf den Troll natürlich. Welches? Ich hab bloß eins gerade aktiv und zwar ist das. Achso, das was du verschieben kannst, okay. Ja, genau. Weil ich mir auch kein Spellstolles dafür aus hier. Weißt du, ich nicht? Imagine. So.
Ja, ja, hier muss aber jetzt Spellslots ein bisschen geizen. So, dann greife ich jetzt Gott treu. Mach er sich bereit und Blast, wo haben wir es denn da, Hanne? Blast. Wo habt ihr euch Blast aktiviert? Ich hab mir da Dings hier. Angriffsmodifikator. Was ist das jetzt denn hier? Hast du wegen dem Blast, wenn es eine 1 war? Es gibt einen Angriffsmodifikator dafür? Hab ich nicht. Ja, du kannst auf Zahnrad gehen und dann. Jack, mach mit 1D4. Ja, da hast du getroffen. Wo geht das? Allgemeine Angriffsmodifikatorfeld anzeigen. Rechte Spalte. Und da hab ich auch getroffen. Hast du getroffen? Show Attack Modifier. Und dann war dann meine Runde. Du hast sie noch getötet. Geil. Bless, 1D4. Ja. Ja. Instant schon drin. Ich glaube, das zählt. Ich glaube, das musst du selber reinschreiben. Bei mir hat es auch nicht gemacht, bevor ich es selber reinschreibe. Ich glaube, du musst es selber reinschreiben. Du hast es vorgegeben, ne? Okay. Damit habt ihr die Trolle getötet. Aber das ist sowieso vorbei. Jetzt glaube ich, das bläst. Nein, es hält eine. Ah ja, eine Minute, ja, ist eh vorbei. Ja, aber der Kampf ist halt vorbei. Jawohl. Genau, jetzt dürft ihr das wieder wegmachen. Ich mache den Haken raus. Okay. Ja, als ihr den letzten Kobold, nee, es war gar kein Kobold. Toll. letzten Kobold getötet habt, sammeln sich jetzt auch die Leute, die überlebt haben, dort oben. Die Grüne da oben. Also Region hat noch Tanks und Dingens auf sich drauf. Comprehend Languages. Actually brauche ich gar nicht, weil ich habe Tanks. Wie lange geht denn das? Bless. Eine Stunde. Eine Bless Stunde? Geht eine Bless ging eine Minute. Okay. Ja. Es ist jetzt noch vielleicht eine halbe, 30 Sekunden ist noch drauf. Schnell ein Saving Flow machen will. In den letzten Sekunden. Oder schnell jemand angreifen will, dann kannst du noch. Ja, doch schon. Junge, Alter, er zieht halt alles zusammen. Stellt sich auf wie der AB. Stellt die alle in einen Feuerballkreis. Ja, stellt die alle in einen Feuerballkreis. Ich glaube, keiner von euch hat Feuerball. Leider nicht mehr. Falsch geglaubt. Magic Initiative. Ja, wie funktioniert nochmal? Du hast nur Tongs, kein Comprehend Language. Also du verstehst die, ne? Oder? Kannst nicht mehr sprechen. Nein. Nein, du kannst nicht mehr versprechen. Okay, doch, aber du verstehst die, doch, oder wie? Du kannst es sprechen und du kannst sie verstehen. Da steht's. Und das ist ja nicht Spoken Language. Nice. Ja, du hörst, wie die miteinander reden. Schnell, wir müssen runtergehen, den anderen helfen. Oh, uns, Rickon ruft drüber, uns muss man nicht mehr helfen. Mörder! Wieso? Mörder? Ihr habt unseren Stamm getötet! Wir haben gar nichts gemacht. Ihr habt den Drachen wütend gemacht. Ihr hättet sterben sollen. Dann wären wir am Leben noch. Jetzt müssen wir euren Schaden reinigen. Helft uns! Okay. Ey, die wollen, dass wir denen helfen. Los geht's! Okay. Da hoffen wir alle weg. Das waren. Aber die wollen in die andere Richtung. Viel zu einfach. Ja. Einfach mal. Komm. Was wollen die denn überhaupt machen? Die wollen ihren. Ich schätze, die wollen noch irgendwelche anderen retten. Und ich gehe davon aus, die möchten auch den Drachen töten. Jetzt. Jetzt. Und diese. Nicht in 5 Minuten, nicht in 30. Jetzt. Nicht in einer Stunde vielleicht. Nicht in einer Stunde. Jetzt. Eine Stunde. So hat sich das angehört. Nun, also eine gewisse Rast wäre schon vom Vorteil haben, für uns. Also die haben uns die ganze Sache hier in die Schuhe geschoben, das alles hier. Die Frage. Ich meine, der Drache konnte sich auch noch nicht ausruhen. Und wir sind jetzt um einiges mehr. Nun, sie werden wahrscheinlich nur die Monster ablenken, die wahrscheinlich den Hort des Drachen bewachen. Ich denke nicht, dass er nur alleine vorzufinden ist. Sie haben meistens. Drachenatem, dann sind die eh weg.
Sie haben meistens Diener-Kreaturen um sich geschart. Wir können, also, es wäre schon ziemlich Selbstmord, wenn wir jetzt zum Drachen gehen. Ja. Dann sollten wir das mit denen. Nun, eine kleine Rast wäre vom Vorteil für uns. Wir sollten das dann wohl mit denen erstmal klären. Also kommt, einer muss ja mit denen reden. Da fängt schon mal an zu laufen. Und Mint hält noch ihre Hand auf deine Schulter. Pass auf, nichts Überdenkliches provozieren. Und sie gibt dir Guidance. Oh, nice. Eine Minute lang. Danke. Erstmal hinterherlaufen. Ist schon wieder weg. Das ist überaus wichtig, dass die in einer Minute über die dreht. Dann halt dich deine Schulter noch. Hey, jetzt warte. Hey, warte mal. Ja, dann sollen wir uns jetzt bewegen. Ich bewege mich gerade selber. Nur wenn er uns halt ziehen will, sollten wir uns nicht bewegen. Genau, nur wenn ich euch wegziehe. Darf eigentlich Balazar hier die Leute durchsuchen? Das ist ziemlich rude, Alter. Das ist eine gute Idee. Ja, okay, die Idee hatte ich auch schon, aber da habe ich mir doch anders überlegt. Respektvoll, ne? Ja, die Idee. Respektvoll, ja. Kann er die im Schnee begraben? Meinst du, die finden das cool, wenn man die hilft? Ich leg noch zwei Silbermünzen drauf. Ja. Bei einem, also Balazar. Der legt eigentlich hier bei dem Typen hier, weil der Oberste ist, einfach zwei Silbermünzen auf die Augen. Eine Mumie? Dabei kommt er wieder. Dabei taucht er wieder auf als Mummy-Lord. Und jo, Déjà-vu. Rekion ruft in der Zwischenzeit den Typen schon mal an. Sagt schon mal, hey, warte mal. Moment. Wie rufst du ihn an? Moment. Ich rufe ihn an. Über Mobil oder über Festnetz? Festnetz. Was? Na wem, du musst mir erzählen, wie du bist, weil ich bin auf einer anderen Ebene. Ich rede den Captain Champion an. Captain Gladiator. Ja, Captain, ich weiß nicht, wie der aussieht. Der Typ, der gekämpft hat halt. Ja. Und ich gehe davon aus, dass der war, der mit mir geredet hat, oder? Ja. Ja, ich schaue ihn halt direkt ins Gesicht, so gut wie geht. Was wollt ihr? Ihr Mörder! Ja, jetzt lass mal das Mörderzeug hier weg. Wenn ihr uns eine Stunde gebt, dann könnt ihr in der Zwischenzeit erstmal eure Verwundeten hier erfrischen und eure bisher Verstorbenen begraben und wir kümmern uns dann um den Drachen. Ich meine, wenn wir es angehen. Drachen kämpfen! Ja, also er hat ja gerade schon einen Schwanz eingezogen, als wir ihn vermöbelt haben. Und in der Zwischenzeit habt ihr zwei Trolle nicht mal besiegt und 5 Kobolde. Da drinnen sind mehrere Kreaturen. Und die rote Hexe auch. Rote Hexe? Rote Hexe, oh, okay. So, meine Hexenfarbe? Ihr habt ihn wütend gemacht. So, meine Hexenfarbe? Sieht aus wie ihr, nur nicht so fett. Ah. Also. Sag mal, wenn ihr schon Drachen jagen geht, möchtet jetzt, wenn wir hier ein bisschen... Wir müssen. Ihr müsst gar nichts. Ihr habt Stammver verraten. Wen habt ihr verraten? Ihr habt Stamm verraten. Ihr habt einen Stamm verraten. Wir haben fairen Kampf gemacht. Ihr habt nichts fairen Kampf. Ganz genau gesehen, wie ihr gezaubert habt. Gemacht. Ihr habt verloren. Und ihr habt Drachenstimme beschworen. Gar nichts habe ich gemacht. Ich weiß von gar nichts. Wir euch töten. Aber dafür später die Götter werden richten. Jetzt wir müssen Drachen töten. Nein, ihr müsst ihn jetzt nicht töten. Und wenn ihr da jetzt alleine reingeht, dann setzen wir uns in der Zwischenzeit in euer Zelt und machen eine Pause. Könnt ihr euch jetzt überreden, nicht drüber. Wir müssen uns vorbereiten. Wie willst du das machen? Mit gefährlich aussehen oder mit vernünftig aussehen? Vernünftig.
Dann mache ich überzeugen im Nachteil. Im Nachteil. Mit ja, Guidance. Er mag dich, glaube ich. Nicht. Mit Guidance. Jetzt muss ich mir Guidance auch noch reinschreiben, Alter. Das ist das 1D, was? Du musst nur alle Fertigkeitsmodifikator und Feld anzeigen klicken. Show all skill. Dann müsste unten links unter deinem Werkzeug noch ein Guidance draufstehen. Yes, sir. Ja, in den ganzen ausklicken, du anklicken. Überzeugen. Im Nachteil. Nice. What the fuck? Alles gleich. Alles klar. Aha, gecheatet. Sehr gut. Alter, plus 12. Tatsächlich. Schaut dich an. Wir uns helfen! Natürlich. Aber wir müssen uns erstmal vorbereiten. Jetzt, wie sehen die so aus? So angeschlagen mäßig wahrscheinlich auch. Zwei teils, Stück von teils. Denen erhalten sich ihre Wunden, aber die meisten sehen eher fit aus. Okay. Also die. Wie ihr kamt her? Das habe ich nicht verstanden, sorry, nochmal. Wie ihr kamt her? Mit einem Schiff. Wo ist Schiff? Du irgendwo in dieser Richtung. Und der zeigt rückwärts weg vom Berg. Aber da würde ich jetzt nicht hingehen. Wir schicken Leute hin. Bringen Kinder und Frauen dorthin. Oh. Okay. Tut das. Das hört sich vernünftig an. In der Zwischenzeit, während ihr eure Kinder und Frauen sammelt, machen wir eine Pause. Okay, und dann gehen wir alle zusammen und töten den weißen Furz, Tod, was auch immer. Weißer Tod. Weißer Tod. Worugai. So hieß der doch, oder? Was? Ja, heißt Weißer Tod. Der also der Arunator. Doch. Worugai heißt der nicht. Arunator. Ich hab Worugai gesagt, weil... Dungeons and Critical Role Anspielung. Oh, ja. Vorgul. Vorugal heißt er. Wollen wir wetten? Nee. 2 Ingame Gold. Let's go. Ich wette nicht. Nee, ich hat, der hat doch nicht, der hat doch seinen Namen nicht gesagt. Die haben den Namen von dem nicht. Anspielung, du Honk. Nein, aber hier hat er den Namen auch schon gesagt. Nein, aber Vorugal war ist eine Anspielung. Ja, das weiß ich, aber ich meine halt, weil er eben gerade gesagt wurde, dass er der Name, also ich kenne ihn nur als den Weißen Tod. Nein, ja. Sie haben gesagt, Arunators Eisberg, haben sie einmal gesagt. Das habe ich mir auch geschrieben. Das kann sein. Okay. Arunator, so habe ich mir das auch geschrieben. Egal, in jedem Fall. Wie auch immer. Die Leute bringen jetzt die Kinder vorbei und rennen weg. Und wir machen jetzt eine kurze Rast. Ja. In der Zwischenzeit. Oder wir also, brauchen die. Können wir noch was machen, um uns vorzubereiten? Also kann ich mal gucken, was ich jetzt alles für Sachen abbekomme. Decken Grün ist auf jeden Fall wieder ab. Fightings. Nee, Action Search. Wie viele Spellslots kriege ich jetzt zurück? Nur Level 1 da, ne? Nur Level 1 hat. Und halt deine Dinger. Ne? Ja, wegen Warlock. Deine Warlocks. Ach, wegen Warlock, ja. Ja, und das sind ja nur Level 1, weil ich ja nur Level 3. Ich bin ja nur Level 3. Du bist in der Level 3. Unlucky. 1-1-1-1. Action Search kriegen wir ja wieder. Ja. Ja, ihr kriegt die guten Sachen wieder. Ich krieg nicht so viel wieder, aber ihr. Ich darf meine. Du hast einen Würfel, okay. Ich dachte gerade Essen, schaut mal. 29. Ja, also ihr dürft euch jetzt das mal heilen und dann machen wir weiter mit dem Ding. 30. Mhm. Bin ich genau auf 100 Leben. 4. Alter, ich wäre auf einmal Würfel. Oh, 12, nice. Das ist halt besser, weil du dann weißt, wie viele du. Aber. Komm. Ja, aber ich weiß nur, dass ich mehr als 3 brauche. 1d8 noch, let's go. Wow. Oh, ich hätte nur plus. Eigentlich der Herr Rekion aus seinem Lied, oder nicht? Oh ja, oh mein. Ja, einmal kann ich es ja nur machen. Da kriegt ihr 1d6 dazu. Also hört mal auf, direkt zu rollen. Ihr kriegt 1d6 von Song of Rests. Nice, danke. Das habe ich nur gesagt, weil wir so lange nicht gespielt haben. Ja, ich habe es komplett vergessen, dass ich es hatte. Dankeschön. Bitte. Alter, so viel. Okay, ich bin mal. Holy shit. Einen D6 kriegt ihr, ja? Ja. Einen, nicht 3.
Ja, aber für jede Heilung oder nein, nur nein, 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 nur einmal. Einen einzigen. Also okay, fünf. Dann kriegst du nur 5. Ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf voll. Dann halt eintragen, Oswald, ne? Ja, ich will nur gucken, wie viel ich da ziehe. Ich kann mich nicht mehr anklicken. Haben wir machen auch die automatisch jetzt raus, das finde ich gut. Ja. Wenn ich einen würfel, dann. Seit wann habe ich ihn lang? Warum bist du eigentlich noch im Concentration? Ich? Hex. Ja, ich habe Hex auf Level 3 Level 3 gecastet. 8 Stunden. Dann Oswald, lang. Du bist auch noch im Concentration. Nee, es ist ja kein Concentration, oder? Oder ist es doch Concentration dein? Ist, glaube ich, beides. Nee, das ist kein Concentration, ist einfach da. Okay. Es existiert einfach und es hält einfach eine Stunde an. Okay. Favored Foe oder was? Nee, es hält, bis ich es wechsle oder sag nö. Das kann gar nicht sein. Oder warte. Hunter's Mark? Nee, ja, Hunter's Mark nicht. Ich habe ja zwei Hunter's Mark. Ich habe ja auch. Favored Foe. Nein, der, wo ist denn? Hostess. Slayer's Mark, aber das müsste trotzdem Hunter's Mark dann Bonus sein. Bonus Inquisitor H, blablabla, Bonus Inquisitor 60 Feet. Ich poste es einfach mal. Ja. Until you finish a short or long rest. Ja, aber der ist weg. Also, nein, ist weg. Nein, ja. This benefit lasts until ja, aber you finish a short or long rest. Ich krieg das ja so lange, bis ihr short rest finished. Oder wenn ich disagree. Ja, jetzt hast du ja eine short rest gefinished. Ja. Ja, aber also ist jetzt weg und wieder halt wieder da. Weg und du hast es ja. Genau. Ja, das werden es halt neu einsetzen. Ja, aber das hat doch eh kein Limit. Jetzt sag ich ja, das hat ja kein Limit. Das meine ich. Das hat kein Limit. Also es ist jetzt sicher, dass es nur einmal am Tag Limit machen könnte. An sich hat es ein Limit. Und zwar, bis du die Short- oder Long Rest machst. Genau. Aber es gibt kein Limit, wie oft er das einsetzen kann. Nö. Ja, sag ja. Also ich hatte das Mark. Deswegen ist das relativ. Fallslot. Ist ja so wie Mage Armor. Die geht ja auch, bis du eine Rast relativ machst. Lang. Ich meine, dass Mage Armor so lange geht, bis du eine Rast machst. Und dann ist sie wieder weg. Stunden. Deswegen habe ich das nicht genommen. Weil lebe ich noch den Heilwurf kurz abgelegt. Wow. Mage Armor, hat nicht gelohnt. Ja, 8 Stunden. Ja. Sorry, falls ihr das gerade gehört habt. Alter, wie viel heilt ihr euch? Ich habe mehr Leben als ihr. Ja, ich hab hier ein bisschen Problem. Problem? Ich hab einmal eine richtig Scheiße gewürfelt. Achso. I have a problem. Können wir noch irgendwas tun, um uns vorzubereiten? Hat uns noch irgendwas? Ich frag mal die Leute, ja. Ja, da wird jetzt noch jemand mit euch reden, aber. Ich hab erstmal gewartet, bis ihr fertig seid. Was ist denn der hier noch? Darüber tun wir gestern als ihr so in der Haupthalle des Clan-Chefs seid, kommen die beiden zu euch. Seid ihr da hinten? Also Region. Region, ja. Was steht da jetzt eigentlich noch oder nicht? Fest dich nochmal an. Okay. Touch, Tanks, 3 Spellslots auf Tanks verschwendet. Woohoo! Let's go! Ich verschwendet? Das war gut. Ich muss es sogar upcasten. Du meinst gut investiert. Ich muss es auf Level 4 upcasten. Ich habe keinen Dreier mehr. War gut. Jetzt verstehe ich sie wieder. Eher genug ausgeruht. Ja, oh, wir sind gut. Ihr könnt bedanken euch bei Schamanen. Hat gute Wort mit Gott geredet. Ihr nicht werdet sterben, wenn ihr helft, Drache zu töten. Wenn ihr helft, gut. Stamm. Ja, wir werden dem Stamm natürlich helfen. Also, Wir kriegen was. Wir kriegen was? Oh. Wir kriegen was. Was helfen? Wird der dritte Drache. Okay. Er gibt dir auf der Wand über dir, also ihr seid bei so einem Thron quasi und auf der Wand über dir hängt so eine Axt, die holt er runter und die gibt ihr euch. Oh. Oh.
Oh. Und er gibt und die Druidin holt etwas aus ihrer Tasche und zwar zwei. Axt. Ah. Schwarze Pfeile. Die Axt gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Hä? Was ist das für eine Axt überhaupt? Einhändig oder zweihändig? Das ist eine zweihändige Axt. Dann kann die eh nur einer von uns tragen. Ja, denn man muss dazu sagen, den unteren Teil weißt du ja nicht. Ja, den Teil weißt du nicht, ja. Ich lese mir gerade durch, ob. Ja, den weißt du nicht. Den weißt du nicht. Durch. Naja. Lies einfach nicht durch. Lies es dir nicht durch. Richtig. Das schau dich wissen, weil ich es dir jetzt sage. Ihr besser kämpft mit Axt und Pfeile wir nicht benutzen. Wir gesehen, wie alter Captain getötet hat damit kleine Drache. Hm. Okay. Was vielleicht nützen. Okay. Habt ihr vielleicht irgendwas gegen den Atem des Drachen? Wir nichts besitzen. Nee. Okay, tut mir leid. Wenn wir halten, wird Detten getötet. Okay. Darf ich wissen, wie ihr heißt? Wer von uns nimmt eigentlich die Axt? Ja, es gibt nur einen, der sie tragen kann. Genau, Oswald, der ist auch auf dem Bild. Der, das ist eine zweihändige Axt. Oswald, ich nehme die wohl. Nein. So habe ich sie auch in der Hand. Okay. Ich würde sagen, dass der die Balasar in die Hände drückt, weil die sie ja gegeneinander gekämpft haben. Und ich werfe die Pfeile, genau. Genau. Ach, bitte hart. Oh Mann. Die Frage ist, passiert da was, wenn er die Axt schon berührt oder erst wenn er sie im Kampf schwingt? Nur wenn du sie tunst. Ja. Du weißt, ob ich performt. Auf der anderen Seite machst du aber auch nicht den Extraschaden, wenn du nicht getunt bist. Welchen Extraschaden? Mein Name ist Orca-Herz. Oh. Süß. Ah. Nein, das Hitpoint-Maximum wird increased by one for each level. Was 1 Damage machst du so oder so? Das hört sich doch... Also ich mag deinen Namen. Ich heiße Rikion. Und er hält so die Hand aus und... grinst. Warte. Wo ist es? Shocking Grass. Nein, ich find's gerade. Also dieser andere Witz. Schau dich an. 26 plus 3, let's go. Schau dich an. Packt dich plötzlich, zieht dich ran und rubbelt seine Nase an deine. LOL. Und das ist... Oh, das ist ein... Ja, wir begrüßen. Gregor. Oh. Okay. Der geht zu jedem von euch und macht es auch mit euch. Okay. Oh, das ist sehr freundlich. Ich versuche so zu tun, als ob er schon an mir vorbeigelaufen ist, indem ich hinter ihm vorbeilaufe. Dann machen wir mal auf Heimlichkeit. Ne? Das war der Fall. Natural One! Oh, ja, du kannst dich verstecken. Oswald, ich packe auch und mach das und mit dich packt er auch und macht das. Ja, Gott. Ah, okay. Ja. Also, dann hast du Ockerherz. Hast du eine Ahnung, was wir da drin so außer dem Drachen und der roten und dem kleinen Drachen noch finden könnten? An Gegnern. Ist der kleine Drache jetzt nicht tot? Trolle werdet ihr viele sehen. Trolle? Okay. Ja, ist nicht was. Viele Trolle. Dann Riesen. Wir nennen sie. Moment, haben wir das? Todas! Was? Todas? Ja, Todas! Duats,
So. Toads. Toads, genau. Oh mein Gott, nein. Wir nennen sie Frosche. Nein. Wir nennen sie Frosche. Frösche. Toads. Kann ich nehmen. Oh nein, jetzt habe ich das Falsche gehört. Nein, ihr das. Toads und von kleinen Drache auch viele. Na gut. Dann. Balthasar. Also hast du die jetzt aus angerührt? Nein, nein, das ist nur, es ist nur ein Test. Weil es rollt mit einem Nullwürfel. Okay, Yannick, das Ding einfach an, Alter. Yannick, das nächste Mal. Ja, dann tue ich das rauslöschen. Genau. Ja. Und merkst ich dachte, ja das wäre aber, das wäre da drin, weißt du, wenn das schon. Das halt. Wenn das schon vorgefertigt wäre, hätte ich gedacht, dann wäre das schon drin. Aber wenn ich es tragen könnte, würde ich das jetzt machen in dem Fall. Ich würde es auch machen. Ja, ich benutze die Axt so oder so nicht. Weil mein Hammer besser ist als die Axt. Also, ich habe einen plus 2 Hammer und die Axt ist halt quasi eine plus 1 Axt, die mir halt aber mehr Leben geben würde, wenn ich sie tune. Ja. Aber mich halt dann cursed. Also, ich würde es eventuell, ich habe mir den durchgelesen. Ganz ehrlich, ich bin nicht ganz so abgeneigt von dem Curse, also. Sehr schön, dass man durchliest. Also, Also. Man könnte es schon machen. Auf geht's. Ich hätte es ja so oder so benutzt, wenn ich keine bessere Waffe hätte. Also, ihr wollt mit denen eine Runde gehen, dann muss ich erst da runterziehen. Ich würde doch über die Pfeile reden. Du hast die Pfeile. Ach, ich hab die Pfeile, das habt ihr gerade gesagt. Wer hat diese, du bist der einzige Bogenschütze bei uns. Ne? Ich weiß ja nicht, wer die, aber das hab ich ja keine gesagt, die bekommen. Also darfst du dir jetzt gerne mal zwei Pfeile aufschreiben. Das sind zwei Pfeile, die gehen kaputt, wenn du sie abschießt. Was machen denn diese Pfeile genau? Also, das seht ihr, wenn die treffen. Also, wenn ich sie wissen soll, dann weiß ich. Ich glaube nicht, dass du das weißt. Okay. Ja, haben die Pfeile denn Namen? Wie nenne ich diese Pfeile denn, wenn man mal so fragt? Ich kann dir sagen, was der Pfeil macht. Wenn du den abschießt, dann kann er dein Ziel treffen. Das macht dein Pfeil. Er kann dein Ziel treffen, aber auch nicht. Das sind zwei Kilo Pfeile, so. Pfeile. Schwarze Pfeile. Nennen sie einfach schwarze Pfeile. Nein, es sind keine schwarzen. Warte, dann zeige ich euch mal die hier. Sind dieselben. Das ist ein Bild wenigstens dabei. So sehen die aus. Das sind rote Pfeile. Entschuldigung. Da ist sogar eine Drachenschuppe hinten dran. Ja, deswegen zumindest sind die wahrscheinlich. Kind of creature. Ja, das ist die andere. Das ist nicht die vorgefertigte, quasi. Okay, gut, schreibe die auf. Die gibt's auch noch, aber. Es gibt halt extra der Buff Arrows of Dragonslaying and Arrows of Blue Dragonslaying. Achso, ja. Weil es die Specials sind. Ja. Genau. Ah, okay. Dann, du kannst dir auch zweimal die reinziehen. Also einmal reinziehen. Nee, ich hab sie gesucht, du findest sie nicht. Also Arrows of Slaying vielleicht. Moment, das will ich jetzt sehen, weil ich dachte, die kannst du einfach reinziehen, wie du die Waffe ja auch einfach reinziehen kannst. Ja, das würde vielleicht super gehen. Das habe ich nicht probiert. Wenn du die reinziehst, Moment, ich zieh's mal dir schnell rein, Oswald. Ich auch schon selber. Kann ich nichts ziehen. Die Dinger kann ich nicht ziehen, tatsächlich. Waffe ist schon. Oh, okay, das wären 30 Schaden. Nee, geht's tatsächlich nicht. Okay. Das ist ja keine Waffe. Ja, okay, kann man nicht ziehen. Ja, passt. Also. Okay. Ja. Ich wollte eigentlich den Worst-Case-Szenario triggern, indem ich einfach mal 6 Einsen würfel. Also, dann gehen wir jetzt mit denen runter. Ja. Wollt ihr mit ihnen runtergehen? Warte. Zeit, in den Krieg zu ziehen. Aber vielleicht auch nicht alle auf einem Haufen. Ja. Am Ende stellen die sich einfach alle vor den Drachen, der macht seinen Breath Attack und die sind einfach alle tot. Außer der Gladiator. Vielleicht hätten wir kurz noch mal eine Taktikbesprechung machen müssen. Wir müssen erst mal dahin laufen, dachte ich. Ja, du kannst du musst dir das so vorstellen, wie so eine Cutscene einfach in Videospielen. Du kommst vor dem Drachen und er tötet einfach mal diese random NPCs, die mit dabei sind. Nee. Das ist doch kein Videospiel. Ja, ich warte kurz, bis das alles fertig ist. Die Cutscenes machen wir selber. Legion kann ja noch mit denen sprechen. Mhm. Dann sagt er denen vielleicht, dass sie nicht alle voreinander da auf einem Haufen stehen sollen und nicht. Bin doch gut, wie zwei Hunde übrig sind.
Der hört's, also er hört's auch und sagt, oh ja, das sollte ich denen vielleicht wirklich sagen gleich. Also ja, noch nicht da, wir müssen ja erstmal zum Eingang. Ja, nein, die reden jetzt eh gleich mit euch. Also wenn du ihr was sagen wollt, dann sagt man was. Ja, drinnen erst. Ja, ja. Sind die eigentlich so aggressiv drauf oder reden die einfach nur sehr aggressiv die ganze Zeit? Das ist die Sprache. Das wirkt so. Das ist wie mit Deutsch. Weil als der Typ sich hochgenommen hat und... war ich mir nicht sicher, ob er sich schießen will oder auseinanderreißen. Wir werden uns teilen auf. Er geht hier runter. Wir nehmen anderen Eingang. Du hast uns nicht bewegt, glaube ich. Nein, natürlich nicht, weil ihr noch da oben seid. Was? Ah, ja. Er geht hier runter. Und er drückt auf einen, drückt auf so einen Stein bei dem Thron und der verschiebt sich weg, wo eine Leiter nach unten führt. Er geht hier runter. Wir treffen uns unten. Wir gehen anderen Weg runter. Und versuchen, unseren Freunden zu helfen. Okay, Orca-Herz. Steht auf keinen Fall nahe beieinander. Teilt euch so weit wie möglich auf. So eine Drachenattacke kann ganz schön mies enden. Du uns nichts erzähle von Drachenattacke. Wir seit mehreren hundert Jahren Opfer von Drache. Okay, Entschuldigung. Wolltest du nur gesagt haben. Wenn Götter auf unsere Seite, wir uns wiedersehen. Mhm. Region. Okay, Ockerherz. Und damit würden sie hinausgehen und nach unten laufen. Und ihr steht davor. Das ist quasi so eine einfache Leiter aus Holz. Na, dann gehen wir doch mal runter. Ja, dann sagt mir mal, wie ihr runtergehen wollt. Wer ist denn der Erste, der runtergeht? Die Reihenfolge, bitte. Mint. Mint als Erstes? Na gut, er hat sich als Erstes gemeldet, ne? Schade. Okay, Mint, ja, wer dann? Region. Jetzt kommen sie alle. Okay. Balazar. Okay. Alem Brimbor. Okay. Oh, Tali. Und Oswald war der allererste. Ja. Weil der kann nichts sehen. Der Klassiker. Hey, wir haben doch auch gehofft, dass hier der gute Balazar auch nichts sieht. Balazar sieht auch nichts, ne? Diese fucking Menschen und Dragonborn. Ich weiß nicht, wie sieht denn da unten aus, weil ich muss da noch gucken, ob ich meine Leitwäsche caste. Das kannst du ja dann unten machen. Ja, deshalb sage ich, schau ich mal, wie es unten ist. Du kannst dich auch berühren und mir Leitwäsche noch casten. Das kann Mint, aber... Das macht nicht. So klettert ihr diese steile Leiter nach unten und... Was das nächste Mal passiert ist... Was noch passiert, das machen wir dann auch. Und die Treppe bricht, pass auf. Genau, die Treppe bricht und ihr sterbt alle. Nein, nice. Ihr kommt tatsächlich dort runter und Mint sieht dort unten, als ihr auf halbem Weg seid, eröffnet sich plötzlich unter euch eine Höhle. Ein Höhlenkomplex aus Eis. Und du siehst, Mint, mehrere Kreaturen dort unten stehen und nach oben blicken. Ihr seid ungefähr noch so 30 Meter über dem Boden. Die schauen also zu Mint, uns? Die schauen nach oben, genau. Oh. Cool. Ich hab so eine Frage, wo man runtergeht. Wie dunkel war es denn da? Roll Initiative. Turn order. Roll Initiative. Fun. Ja, das ist jetzt relevant, ob ich Dark Vision habe oder nicht. Ja, okay, es sind los. Wow. Wieder, da muss ich erstmal fit. Ich habe ja mein Character Sheet wieder zugemacht. Junge. Heute kommt Region direkt als Erster im Kampf. Direkt, pass auf. Ich bin ja nicht direkt als Erster im Kampf, aber. Ja, vor allem, ihr seid auf der Treppe, ne? Ja, das ist ja kein Problem. Auf der Leiter. Ah, ist ja kein Problem. Wir gehen Circles nach unten. Geil. Okay. Ja, moin.
Wie sind wir jetzt nicht? Da kann ich dir die Beine hochlegen. Ach, Junge. Ja, kann ich mir, können wir uns die Treppe eigentlich vorstellen? Ist die an den Seiten offen? Das ist keine Treppe. Das ist keine Treppe, das ist so eine Holzleiter. Also so ein. So Also wir sind übereinander quasi. Genau. Ah, okay. Noch 30 Meter nach unten. 30 Meter noch, genau. Pro 10 Fuß nimmst du 1d6 Fallschaden. Okay, der war dran, der da. 30 Meter. Oder 30 Fuß. 30 Fuß oder 30 Meter? 30 Meter. Okay, das ist 100 Fuß. Also 10d6. Okay. Region, du bist da. Ja, was soll ich großartig machen? Ich muss meinen Zug halten, bis Mint läuft. Du kannst auch versuchen, über Mint drüber zu steigen. Dann brauche ich einen Athletikwurf von dir. Athletik? Athletik oder Akrobatik? Athletik, weil es Stärke ist. Weil es Klettern quasi ist. Und wenn ich springe, muss ich einen Dexterity Saving Wurf machen, wa? Wie willst du springen? Mich wegstoßen von der mich wegstoßen von der Leiter und fallen. Und sie dann wieder greifen, meinst du? Ja, nee. Einfach nur fallen. Einfach fallen, das kannst du einfach so. Oh. Das kann ich aber so. Runterspringen kannst du so. Die 10d6 kriegst du auch so, ja. Die 10d6 krieg ich auch so, sagst du. 30 Meter kannst du auch runterspringen, wenn du willst, ja? 30 Meter sind 10d6, das passt doch. Ist doch okay. Ja, schlimmste, wenn du das machen willst, kannst du das gerne tun. Guck mal, im schlimmsten Fall roll ich 60 Schaden und hab trotzdem noch fast so viel wie Ade. Und du liegst am Boden. Ja, dann bin ich halt prone, mein Gott. Können sie ja nur alle auf mich einschlagen, ist ja nicht so schlimm. Dann mache ich mit einer Bonusaktion erstmal, schaue ich mich um und sehe den Typen. So grob, ja. Weil ich nach unten schaue, setze auf den mein Hex. Wie gesagt, fällt 8 Stunden. Jetzt noch 7. Und Alter, weil das Auge ist richtig geil. Weil der Eldritch Blast aus einer Hand rauskommt, halte ich die. Also ich halte mich natürlich fest und. Mach Eldritch Blast auf den zweimal. Eldritch Blast! Boom! Boom! Wow, du overkillst ihn einfach sowas von. Push! Du machst aus seiner Asche nur noch mehr Asche. Ja. Ich halte meine Bewegung, bis sich vor mir jemand bewegt. Also unter mir jemand bewegt. Kann man Bewegung halten? Keine Ahnung. Dann nicht, dann kann ich es halt nicht. Dann bleibe ich halt hier. Oder eine Aktion halten. Dann ist der hier dran. Dieser Kobold dran. Und der schießt mit seiner Sling. Ja, die haben uns gerade voll gebaitet, wa? Wollte ich schon mal gesagt haben. Ich sehe schon, es wird ein. Du meinst die Viecher oben? Die Typen? Ja. Auf Mint. Ja, was hätten sie uns sagen können? Trifft euch. Und macht dir 5 Schaden. Und du musst jetzt einen Constitution Saving Throw machen. Ups. Nicht 5 Schaden mehr. Du kriegst 5 Leben. Der hat so hart minus gehittet. Ich hab dich geheilt damit. Oh, wo ist denn die 2? Und ich war runter und ist tot. 11. 11. 9. 12. 11. Wolf. Gibt's da nicht noch was? Eine Reaction? Oder? Eine Reaction? Na, ich glaube, das ist eine andere Bardenklasse, alles gut. Ja, bei mir nicht. Das ist eine andere Bardenklasse. Irgendjemand kann als Reaktion irgendwas addieren auf einen Rettungswurf. Hat man alles kennt. Ich weiß nicht, wer. Ich muss kurz gucken, wo das ist. Ich finde das gerade nicht. Steht hier zwar, aber wo ist es? Wie viel man schaffen muss. Ich sag 12. Ich weiß es nicht. Ich sag 10. 20. 30. Ja, umso tödlicher, umso niedriger ist der DC. Also. Macht Sinn. Oh, das ist schön. Oh, das freut mich, dass ich das wieder hab. Schön, ja. Also, hat jemand Feder vor? Es geht 12. Also nein, du fliegst da unten.
fliegt nach unten. Dann 30 Meter, ne? Wie weit das fällt sie denn in 6 Sekunden? Das zwiebelt hart. Müssen wir das jetzt berechnen, wie weit sie fällt in 6 Sekunden, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du fällst ziemlich schnell. Du fällst tatsächlich 10, meine ich. 10? Okay, dann ist sie in ihrem Zug auch noch im Fall. Okay. Dann ist Kellenwo an der Reihe. Du siehst, dass sie fällt. Ich weiß aber nicht, wie mein Umhang funktioniert. Feather Fall allows one to fall at 60 feet per second or at a speed of 10 FPS without suffering damage. Freefall should be faster than that. A little high physics, high school physics tells us that a body falling freely, assuming G equals for 10 feet, will attain a final speed of 25. How far do you fall per turn? Ja, komm, scheißegal. Wir machen einfach. Flying creature descends 500 feet on the turn when it falls. I don't know. Hier steht 500 Fuß. Drauf an. Ja, also eigentlich bist du eigentlich so gut wie direkt unten. Okay, also, ich kann mal drauf an, wie lang man fällt. Oh nein. Okay, dann muss ich den Schaden jetzt machen. Also ich glaube, du fährst ungefähr 30 Kilometer die Stunde. Oh. Okay, Moment, jetzt muss ich das... Also normalerweise müsste ich eigentlich sofort runterfallen. Ja, ich jetzt normalerweise. Als Techniker sagen. Ja, ja. Bei 100, also 30 Meter ist ja... Ja. Techniker. Ein, ja, es ist 1d6 für every 10 feet. Die du fällst, also... Ja, 10d6. So. Und dann musst du... Moment. Natürlich, vielleicht steht im Buch was anderes. Warte, die fallen nämlich schneller als normal, langsamer als normal, Mensch. Ne, wie viel Schaden sie kriegen, meine ich. Achso. Warum haben wir sie landen? Ob sie auf dem Kopf landen oder auf dem Händen? Du landest unten und kriegst 32 Schaden. Boah, Frage über weniger als die Rolled haben wollen. Die Frage ist, sollte er nicht eigentlich einen Saving Throw machen können? Konstitution. Wofür? So aus erst 30 Meter jetzt. Nee. Was musst du da machen? Nee, da gibt's keinen. Der Saving Throw war ja, ob du dich festhalten kannst. Guck mal, wenn du von einem Haus springst, dann bringt dir auch die beste Rolle nichts mehr. Und ja, stimmt. Stimmt wohl. Stimmt wohl. Okay, Gellibor, was willst du machen? Auf ich hab Haus. Ja nur gefragt. Wie hell ist es hier? Das ist eine gute Frage, das weiß ich jetzt. Das ist hell. Das ist beleuchtet, der Raum. Okay. Angriffe sind normal hier, wenn ich sie mit einer Hand machen kann. Wenn du sie mit einer Hand machen kannst, ja. Mit dem Bogen ist ein bisschen schwierig, aber mit deiner Messer werfen, das ist ja. Geht, glaube ich. Okay. Ja gut, dann warte mal, Mint war ganz... Ganz unten. Das heißt, das unter mir ist nichts frei geworden. Ja gut, dann benutze ich meine Bonusaktion, um gut auf einen zu zielen, den ich gut sehen kann. Keine Ahnung. Okay. Und why not? Greife denn ohne Sharpshooter an, weil ich glaube, das ist eh irrelevant, wenn ich im Vorteil bin. Vorteil dann, ja, das ist. Ja, ich glaube, der lebt. Sneak Damage. Ich glaube, der ist harter überkillt, als ich den einen überkillt habe. Ja, der, den hast du jetzt, den hat er ja fünfmal gekillt. Das. Ist meine Runde. Okay. Dann ist der hier dran und der. Es sind 6 Stück, das ist perfekt. Das ist perfekt. Scheiße. Das ist perfekt. Seit 5 ist es blöd. Naja, einer liegt schon am Boden, ne? Okay, und der geht auch auf den, der am Boden liegt. Okay. Das ist einfach. Das ist aber disadvantaged. Ah, jetzt nicht mehr. Nee. Nee. Jetzt nicht mehr. Ich dachte, er hat Range Attack gemacht. Er trifft ihn und macht dir 7 Schaden. Du musst schnell runter. Junge, das ist halt komplett dumm. Wir haben in der falschen Reihenfolge unsere Initiative gewürfelt. Ist so. Wo
ich bin ganz gut, ich bin Lutsch. Der ja, holt ist... seine Sling aus und will. Das nächste Ziel ist Region. Na, ich bin irgendwo in der Mitte, also. Wenn man von unten schaut, ist das nächste Ziel Region. Aber ja. Er trifft nicht. Und der andere schießt auch mit der Sling auf dich und der trifft mit 2x14 und macht dir 4 Schaden. Und du darfst einen Konstitutionsrettungswurf machen. Ja, und du schaffst es, du kannst dich festhalten. Concentration verloren. Mhm. Nein. Damit ist Mint an der Reihe. Du liegst am Boden. Ich stehe auf. Okay. Was der. Seht. Ich finde das irgendwie komisch, weil du fällst gerade 30 Meter nach und ja, es ist halt. Es ist halt. Hälfte, okay, ja, gut. Die Hälfte von Bewegung. Au. Okay, und sie. Ah, ich glaube, ich habe mir eine Rippe geprellt. Okay, vielleicht steht sie nicht ganz auf. Sie kniet, hält die beiden Hände zusammen und sie singt jetzt ein Lied auf Celestisch. Ich möchte bitte die Übersetzung haben. Ich wusste nicht, dass Twilight Sanctuary japanisch ist. Twilight Sanctuary. Okay, Moment. Keiner von uns ist drin. GG. Wie? 30 Fuß, ne? Ja, Fuß. Mhm. Wir sind 100 Fuß in der Luft. Ich kletter da drunter. Und dann seid ihr mit drin. Du bist nicht geklettert, mein Freund. Du bist gefallen. Ja. Nee, ich kletter ganz drunter. Unten. Ja, es dauert kurz, bis wir unten sind. Wir müssen einmal dashen, um die Hälfte der Distanz zu kommen. Die Hälfte. Weil es hier hell ist. Und dann, wait. Dann dazu wait. Noch. Du, machen wir das hell ist? Ja, ja, er macht's dunkel. Wait. Okay. Hä? Ist es unten hell? Nee, das macht doch, oder? Nee, die Frage ist, ist es momentan hell? Ja. Sowieso, and ja. It's filled with dim light. Ja, es wird jetzt dunkel in seinem 30-Fuß-Dingens. Also, nicht ganz dunkel, aber dunkel. Nicht mehr hell. Mal dunkel so. Ja, es ist halt verdunkelt. Weniger hell. Dunkel, halb dunkel. Light. Was ist das? Auf sich selbst, Sanctuary. Du bist dein Arsch. Okay. Und bewegt sich weg vom Leiter. Dann, also, okay. Das ist smart. Ja. Also, wir sind noch im Angriffsradius. Gut, dann mache ich das und dann kriege ich 13. Dann bin fertig. Bist du fertig? Dann ist Balazar an der Reihe. An Balazar vor dir ist noch Region. Ja, kann er dann überhaupt was machen, wenn Region vor ihm ist? Man könnte es. Er könnte hier runterspringen, das ist ja natürlich keine Frage, aber das will du er nicht. So. Du könntest mit Athletik versuchen, dich über ihn drüber zu hangeln. Nee, mit Akrobatik. Nee, Moment. Das Stärke-Ding. Du hast vorher gehört am Sagen. Athletik. Das Stärke-Ding. Ja. Geschickt. Okay, er versucht es mit Athletik, komm. Mit Athletik. Mach das. Und du kriegst auch aufs Maul. 9 plus. Wie Salazar. Wieso ist das geil, dass er hier immer noch drin will? Und er es auch schafft, wegzuspringen, aber leider ein bisschen zu weit und auch nach unten fällt und. Alter. Das macht schon der DM. Natürlich. Dann ist es nämlich sehr viel mehr. Genau. Ja, aber weil er natürlich den unfairen und Roll macht. Du mal und machst 2. Holy shit. Ich hab's doch gar nicht gesehen. What the fuck. 5 Sechsen. Alter. Das und ist so ja, dumm. Damit ist der Zug beendet. Ja, Leute. Ui. Einfach dashen. Einfach runter dashen. Ja. Einfach runter, ja, es geht schlecht, wenn alle Leute unter einem stehen. Das ist halt, das ist halt komplett. Deswegen habe ich euch gefragt, wie ihr stehen wolltet. Ne? Das macht ja Sinn. Cool. Ich sag nichts gegen. Kann ja auch keine Ahnung, welche Initiative wir würfeln. Richtig, bestimmt. Richtig. Aber dieser Typ, der läuft jetzt ein bisschen nach vorne. Ey, unter mir ist frei. Moment, aber hier gestanden, wie viel wie kann der laufen?
Wir hätten auch alle Oswald vorlassen können, weil er viel Geschick hat, aber Oswald wäre dann als letztes dran gewesen. Und er greift dich an im Vorteil natürlich und macht dir 5 Schaden. Okay. Oswald, du bist dran. Ich schon dran, ja, krass. Wie weit sind wir denn aktuell oben? Das haben wir doch irgendwo schon geklärt. Kann ich theoretisch noch so... 100 Fuß. Ja, 100 Fuß ist ein bisschen viel. Ich wollte überlegen, ob ich so auf den Kobold draufspringen kann. 30 Meter. 3 Häuser. Wie weit kann ich denn die Treppe runtergehen? Wo ist denn der nächste in meinem Weg? Das ist eine Leiter. Das ist eine Leiter, die hängt drinnen rum. Du kannst auch kann das machen, was ich bin direkt unter dir. Al-Azhar machen wollte. Achso, ich muss also dir vorbei vorstellen. Athletik ganz nach unten springen und dann weiter zu laufen. Das hilft auch nicht. Ja, muss ich ja wohl versuchen. Weil ich kann ich kann nicht mit Bogen schießen, das bringt ja nichts. Na, Bogen kannst du nicht, wenn mit 2 Händen. Bisschen schwierig. Also ich will auf den Kobold hier drauf springen. Würdest du mir das erlauben? Du kriegst aber auch Schaden und du musst ihn treffen, ne? Und du kannst den Kobold zerquetschen. Du kriegst aber auch Schaden. Und dafür die Hälfte deiner Leben opfern. Ja, ich kriegst auch Schaden, ne? Ja, aber wenn ich weiter runter gehe vorher? Ich bin unter dir, dann musst du nicht. Du kannst nicht weiter runter. Ja, also, ich wir sind dann so einer Hängeleiter. Ja, am guten Tag hier gehe ich erstmal vorbei. Okay, da muss ich ja dir wohl oder wo ich mir vorbei. Ja, genau, da musst du Athletik bauen. Genau, das da. Wenn du ja, komm, da bauen wir doch Athletik hier. Ja. Also ich sehe schon. Wir sind einfach alle tot. Ja, also wirklich, was soll ich denn machen? Ich hab noch gegen den Drachen zu kämpfen, aber okay, macht ruhig. Jetzt soll ich einfach nichts machen, oder? Ich sag mal so, wenn wir uns nicht ausgeruht hätten, wären schon 2 tot. Ja, richtig. Das also Athletik, komm. Ja, soll ich denn nichts machen, oder wie? Nee, gut, eine Person wurde ja bis jetzt runtergeschossen. Du schaffst es tatsächlich. Du bist jetzt unter allen. Unter allen? Na, nice. Unter allen, ja gut. Wer ist denn als Region noch? Also ja, unter mir ist denn? Ein Platz 3 und dann kommt Region. Genau. Ach, der ist ja auch noch da. Uff, muss ich du bist unter mir, du bist unter mir. Du bist unter Region. Du hast dich runter, du hast weggesprungen und hast dich an die... Unterregion hingeklemmt wieder. Also das heißt, jetzt kannst du dashen bis nach ganz so weit wie es geht. 30 Fuß. 60 Fuß, sorry. Dashen kann ich nicht, ich kann ja gut. Warum kannst du nicht dashen? Kann ich an die 30 Fuß laufen oder versuchen auf den Kobold drauf zu springen? Wohin willst du laufen? Nach nach unten. Die Bewegung, wo ich halt noch hab. Ist so groß. Er meint 30 Fuß nach unten klettern. Ja. Er hängt ja jetzt gerade immer noch auf 100, oder? Ja. Immer noch. Ja, das ist immer noch richtig. Ja, dann gehe ich lieber noch die Bewegung, die ich noch habe, volls runter, bis du unten bist, quasi. Ja, so weit wie ich halt kann. Ich habe ja auch nur 60 Bewegung. Ja, das ist nicht mal ganz runter. Ja, nee. Okay. Dann dashst du dich runter. Gut. Ja, mehr kann ich nicht machen. Na, ist diese Kobel dran. Ach, Junge, ist das viel. Ja. Und der wirft mit seiner Sling! Der wirft mit seiner Sling? Der wirft die ganze Waffe mit? Er trifft nicht! Okay. Weil die sind ja im Nachteil auch mit seiner Sling, ne? Das müssen wir bedenken. Der andere, der schießt auch mit seiner Sling und trifft auch nicht. Und diesmal wäre es ja Oswald, also. Der ist ja weiter unten. Schießt auf Oswald. Was du gesagt hast. Ja gut, wenn Bock haben könnte, trifft auch nicht. Ne? Mann, mein Third Level ist mit seiner Sling und trifft auch. Und der da rennt zu dir, greift dich mit seinem Stecker an und trifft dich, macht dir 3 Schaden. Hast du den Rettungswurf gemacht? Sanctuary? Was? Oder? Das war doch auf. Ja, Storm, ich hab Sanctuary. Oder? Ich vermute, er hat's mit Natural 20 geschafft. Weiter oben. Wisdom Saving Throw. Yep. Ansonsten muss jemand anderen angreifen. Oh nein, das Moment. Failed. Hab ich nicht gemacht? Nein, er hat's nicht geschafft, er greift dich nicht an. Dann greift er nicht an. Ich glaube, dann greift den Balazar logischerweise an. Wow. Und dann macht er dir 3 Schaden. Oh mein, warum ist sie denn runtergefahren, ey? Thanks, Trey, wollte ich sie damit reinlocken. Region, du bist dran.
Warum bist du da runtergefallen? Also, ich gehe 30 nach unten. Ja. Und halt meine Hand zu dem und zu dem aus. Okay. Und shoot Eldritch Blast. Brrrr. Ich Eldritch Blaste die Boys. Upsala. Jetzt war ich schon auf Spells drauf und bin weggegangen, sorry. Hau! Hau! Macht er das Geräusch dabei. Okay, der da bleibt noch am Leben. Der ist gone. Und als Bonusaktion zeige ich auf Callum Brimbo und sag: Du athletischer Spast, komm runter da! Hey, ist das jetzt Vicious Mockery oder? Ja, Vicious Mockery. Mach mal einen Weisheitszettel. Ich? Nee. Nein. Du kriegst, ja, natürlich, du kriegst natürlich 1d10. In Inspiration? Ja. Geh, Gillim. Ich bin ein Hype-Boy, ja? Ich hab dich gerade gehypt. Willst du noch runterlaufen? Ja, oder? Also ich bin ja soweit unter 30, glaube ich. Du bist jetzt bei Oswald quasi, unter Oswald. Oswald müsste gedashed sein, oder? Achso, ja, er ist gedashed. Okay, dann bist du ein bisschen weiter oben. Ich bin noch weiter oben, ja. So weit, wie ich halt komme, habe ich gesagt. Okay, Gillim. Gillim. Geben wir jetzt einfach mal. Bei dir ist eh keiner mehr. Pass auf. Nur für Burning Smash. Ich sehe unter mir die etwas dunkle Kuppel. Warte. Darf ich nur kurz gesagt haben, dass ich das auf Primordial gesagt habe? Es hat sich dann einfach angehört. Damio? Okay. Ich weiß nicht, was er meint, aber ich greife die Ecken von meinem Umhang. Ja. Und lass mich von der Leiter fallen. Okay. Lederlaufen. Sobald ich in die Dunkelheit komme, breite ich meinen Umhang aus und versuche sanft auf den Boden zu landen, weil ich dann ja fliegen kann. Batman! Oder ein Vampir. Ob du das schaffst, machen wir am besten mit einem Geschicklichkeitsrettungswurf im Vorteil. Das hört sich gut an. Batman! Ja, du hast. Nehmen wir. Batman! Und du landest da, wo du gerade stehst. Steil, ne? Ich möchte ein. Hat das jetzt meine Aktion gekostet oder Bonusaktion oder irgendwas? Erstmal meine Bonusaktion. Machen wir's. Okay. Neben mir steht noch einer, ne? In meinem Namen. Neben dir steht einer, ja. In deinem Namen steht einer. In meinem Namen steht einer, dann piekse ich dem noch, ich lande hinter dem, fast lautlos und beschwöre meine Klinge und steche sie ihm in den Rücken. Schaust aber, was das macht. Ist. Brutal. Erstmal Vorteil, ne? Wegen. Erstmal ab 18. Ist egal. Den brauchst du nicht kritten, den Typen. Das war's. Das war's nicht. Das war eine Kobold, der mehr Leben hat. Achso, ja, ich akzeptiere natürlich. Schön, schön. Ja, klar. Galadias. Kommt er hier dran? Der Galadias geht zu Balazar. Sag mal, hat der nicht seine Runde bei Mint verloren? Bei Mint gelassen? Der? Nein. Im Kreis? Doch, der ist ja runtergefallen. Der müsste eigentlich temporäre Hitpunkte haben. Er akzeptiert natürlich das auch. Ja, dann müsste wir das bitte auch eintragen und nicht. Müsste sagen. Das kam ist mir halt nicht so ganz auf. Ja, weil es nicht gesagt wurde, weil es nicht klar war, ob du jetzt unten warst oder nicht, aber ja, du bist ja runtergefallen. Ja, war unten. Ja. Er ist komplett runtergefallen, ja. Ja, und dann müssen wir, also sorry, aber wir müssen halt noch die was auch immer ihn getroffen hat, abziehen. Also ihm haben 3 getroffen und noch irgendwie, ich glaube, 5. Ja, dann halt. Und 13 Hitpoints, also er hätte jetzt noch 5 temporäre Hitpoints, oder? 7? 8? 13. Also hast du keine mehr. 5, ja. Dann können wir auch einfach sagen, du hast keine, aber dafür hast du kein Leben mehr. Genau, dann hast du auch kein Leben verloren. Nach dem Fall kein Leben verloren. Der geht auch zu Balazar. Und trifft dich und macht dir 3 Schaden. Du hast 3 Schaden verloren. Okay. Also, sorry, aber sowas ist halt wichtig so. Ja, das sollte man aber dann gleich davor machen. Mint, du bist dran. Okay. Ja, ich mach den meinen Smite. Also gut. Die Kleriker geht in den Krieg. Sie holt ihren Warhammer
Und Explosion! Explosion! Warte, wer kommt als nächstes dran von denen? Balazar. Oh, eigentlich alle kommen. Balazar, ja. Naja, der, Balazar. Naja, der hier. Töte Balazar. Der hier. Der ist ein Traitor, der ist ein Drache. Ja. Was? Was? Dragon? Dragonborn? Wenn du ihn ganz heftig triffst, dann kannst du ihn vielleicht sogar... Nee, du töten kannst du ihn nicht. Das wäre... Also, da musst du schon, da musst du schon hart kritten. Du musst schon wirklich die Haken machen. Wenn du zweimal ganz hart kritten, dann vielleicht. Jesus. Riech dann das nächste Mal. Ja, genau. Also, was machst du? Dann können wir auch... Ich muss jetzt mal aus, für welche Divine Strike ich benutze. Wahrscheinlich 30 Schaden machen. Ja, okay. Ist Concentration, wollte ich nur gesagt haben. Die Smites sind meistens Concentration. Ja, sowieso. Habe ich aber nicht. Ah, okay. Ich dachte, du hast Smite gesagt. Sorry. Wäre schon lustig. Ah, ich kann ja beides benutzen. Alles klar. Aber ich brauche das nicht. Egal. Dann vor Mint greifst du an mit Lemurhammer Galadriel. Yeah. Mit Lemurhammer? Lemurhammer Galadriel. Warhammer. Kann ich mal sagen, dass unsere fucking Klerikerin plus 8 Stärke hat? Ja, nein, plus Proficiency, aber ja. Ja, aber gefühlt so. Ja, du hast ihn weggehauen. Okay, und nice. Bewege ich mich hierhin. Okay. Dann war's das. Dann ist Balazar in der Reihe. Stehst du auf oder bleibst du liegen? Also Balazar steht auf und der akzeptiert auch wieder Galadriel hier. Er ist ein Ende deines Turns. End of Turn, okay. Alles klar. Ist schon gierig. Also wirklich. Ja, aber er akzeptiert schon vorher, also er weiß es ja. Okay. Die kleine Stimme in seinem Kopf fragt ihn schon. Und Balazar, ja, der guckt hier so diesen Kobold an. Und der haut den aus dem Leben. Boom. Er niest ihn einfach an. Du zeigst mir nicht, welchen Kobold der da ist. Den da. Den hier. Genau. Oder? Wem wärst du denn da? Wieso? Im Nachteil? Wenn du umzingelt bist. Ich wäre dann bei allen im Nachteil. Nein, bei dem nicht. Genau. Bei dem da. Ja, okay, dann greift er den da an, okay? Das ist den an. Ich reite da mit klein. Weil den hätte ich als zweites angegriffen. Dann greift er zuerst den und dann greift er den da an. Da ist er ja auch nicht mehr im Nachteil. Da bist du jetzt nicht mehr im Nachteil. Genau. Gut. Deswegen hat mich das gewundert, dass du erst den sagst. Eigentlich hätte ich das nehmen sollen. Seit wann bin ich da im Nachteil, wenn hier zwei um mich rumstehen? Drei. Also da, drei Alter. Stück. Also war das sonst immer hier. Hier. Thinking. Und hier. So. Nein, I guess. Wenn du bei drei Leuten bist du im Nachteil. Okay. Es ist nur, wenn die im Vorteil sind, dann müssen sie unbedingt so sein. Ich bin gespannt, ob ihr von der Leiter runterkommt. Okay, Balazar, beendest du dein Zug? Und ja, Balazar würde den Schritt hier machen, okay? Okay. Damit so, niemand auf ihn drauf fliegt, sollte jemand noch von der Leiter fallen. So. Dann akzeptierst du die. Er akzeptiert natürlich die Terms of Service von Galadia. Okay, Oswald, du bist da. Irgendwann. Verkauft ihr dir einfach eine Waschmaschine? Da will ich die Treppe vor. Ja, irgendwann kriegt ihr eine Waschmaschine nach Hause. Mach das. Und dann kann ich schießen. Und zwar auf, keine Ahnung, den hier. Mach ich jetzt einfach mal, weil ich glaube nicht, dass die irgendwas brauchen. Wenn ich die treffe, dann sind die tot. Und den anderen. Mit dem Drachenslayer-Pfeil, oder? Nein. Oh, das ist voll stark. Da treffe ich nicht. Dann, keine Ahnung. Stelle ich mich doch hier von der Treppe auch weg. Keine Ahnung, wo ich. Ja, du bleibst da, wo du stehst. Okay. Dann bin ich fertig. Da ist der hier dran. Der rennt hier zu dir und macht dir 4 Schaden, Balazar. Okay. Der rennt ist auch der hier. Jetzt habe ich bekommen. Wollten mal gefragt haben, ist der Oswald schon dran? Ist der Oswald so weit runter wie ich? Ja, ja. Der ist so weit runter wie ich. Wie viel hat er mir gerade gemacht?
10 haben die beiden dir gemacht. Okay, dann hat er noch 3 temporär. Es war ausfallend mein Einflussbereich? Ja. Okay, cool. Ich weiß nicht, ob das... Ich dachte nicht mehr, weil ich das... Ja, Oswald schon. Und der macht dir nochmal 3 Schaden. Ja, okay, dann hat er keine temporären Hitpoints mehr. Dann ist Region an der Reihe. Region hält seine Hand wieder aus, zu dem und zu dem. Okay. Und macht die einmal Eldritch Blast. Wow. Ups, das war aus Versehen, das wollte ich nicht den Hex dazu machen. Moment, dann hat er, dann lebt er noch. Ne, der hat 6 trotzdem Force Damage genommen. 6 also. Force Damage, 4 war Hex. Dann lebt er nicht. Ja. Und nochmal der nächste, der ist noch am Leben. Ja, er lebt noch. Wer hat für den? Ansonsten gehe ich so weit runter, wie es geht. Jetzt bin ich noch 30 über dem Boden. Bist du nicht im Bereich? Nee, noch nicht. Gregor, du bist da. Ich gehe hier rüber. Ja. Und stech dem Typen mal in den Rücken. Warum steht denn das da nicht dran? Das ist doch dumm. Ja, mit Sneak ist auch wurscht. Sneak. Und mit der zweiten Klinge steche ich dem Typen noch. Versuche ich dir noch. Mach das. Assassin, ey. Stechen. Das finde ich ziemlich dumm. What the fuck? Ist tatsächlich kein Assassine. Aber er sieht so aus. Ja. Ist ein Besasine. Ich möchte nur mal. Möchte nur mal kurz was gucken. Nicht wundern, dass ich. Leg dich hier. Nicht wundern, dass ich gerade was angreife. Ich möchte nur was nachgucken. Ja, genau. Auf ihn drauf. Ja. Wow. Okay. Fucking stupid. Ja. Was macht der gute Mann? Nix macht er. Will sich jemand ergeben? Ja, wirft sich auf den Boden und dann. Kannst du nicht ab! Und er gibt sich. Mint, du bist da. Auf welcher Sprache? Auf Drakonisch. Es hat. Okay, es versteht nur Balazar. Ne? Cool. Ja, du hast gesehen, wie er die Waffe hingeworfen hat. Ja. Und Region versteht es auch noch. Okay, sag mal, was er gesagt hat. Können wir nicht. Ist nicht unser Zug. Hat er gesagt. Du bist auf jeden Fall dran. Ja, hat die Waffe hingelegt. Du siehst dann ist er und kniet sich quasi hin. Du ja, kannst dann ist er verstehen. Ja, okay, dann hat er gesagt, er ergibt sich. Das sollst du ihn nicht töten. Sehr gut. Sie haut trotzdem drauf. Ja, genau. Wow, Bro. Du ergibst dich, dann bitte sag uns, wo sich dieser Drache befindet. In seiner Höhle. Und. Willst du uns freundlich sein, uns dorthin zu führen? Ja! Er steht auf. Ja, ich führe euch hin! Inside check. Please. Inside check. Moment. Technisch gesehen sind wir jetzt gerade nicht im Dingens. Sind wir nicht in Waterdeep? Nicht in Waterdeep, nee. Wo man jeden Inside-Check macht. Ja, dann mach's. Wenn du Inside-Check bist. Okay. Nicht. Alter. Nice. Ja, er will sich hier geben und er sieht, dass das einzige Ausweg davon, vielleicht mit dem Leben davon zu kommen. Er sieht auch nicht mehr ganz so frisch aus, deswegen glaubst du ihm das schon. Also gut. Ich glaube, es ist vorbei. Wir haben einen sicheren Weg zum Drachen. Und damit ist Balazar an der Reihe. Balazar guckt den Robert an und er spuckt ihm ins Gesicht, weil er ihn angegriffen hat. Ja. Und auf Drakonisch sagt er zu ihm noch. Nun, so soll es sein. Ah, danke.
Wie ist das? Danke, danke. Wie ist dein Name? Mein Name ist Ludwig von Hodenberg. Was? Von Hodenberg? Ludwig von Hodenberg. Hodenberg? Ein Ludwig Hodenkneifer. Hodenkneifer? 10 von 10 deutsche Namen. Nun, Ludwig, Hodenkneifer. Den Namen schreibe ich Ludwig. Mir auf. Von Hodenkneifer. Dürfen wir den behalten? Nun, Ludwig, ich hoffe, du kannst uns sagen, was hier demnächst, was hier kommt. Wie, was hier kommt? Also, er spricht jetzt mit ihm auf Kammern. Nun, was erwartet uns in dieser Höhle noch und wo kommen wir am Ende hin? Kommt ganz darauf an, wohin ihr wollt. Wir wollen zum Drachen. Zum Drachen? Dann, müssen wir an. Redet er jetzt auch in Kommen? Der redet auch in Kommen. Ist hier irgendwas Wertvolles zu holen bei euch? Der Schatz vom Drachen. Region hört wertvoll und schaut einfach nach unten so. Ja, beim Eis, beim Schiff von der Hexe. Oder Schiff von der Hexe. Beim Bücherregal. Bücherregal. Da, wo der Drache die das Wissen gesammelt hat. Er sammelt Wissen. Ist. Oh. Oder wo die Kröten sind. Nun, erzählt mir etwas über die Kröten. Das sind Kröten. Eiskröten. Eiskröten. Wir gehen da nicht hin. Noch nie davon gehört. Das sieht aus wie eine Riesenkröte. Ich jetzt mal runter. Und die Anführerin von der... Die schreiben alles auf. Und übersetzen das, was im Buch steht. Okay. 2 Meter große Kröten. Hört sich nicht so gut an. Ja, die haben wir doch schon hier, die verschluckt, aber. Wo befindet sich diese rote Hexe denn? Die anderen klettern auch nach unten, ne? Dankeschön. Okay, Region, du bekommst. Wie lange hält denn das Ding? Die Hexe ist da hinten. Dann müssen wir da hoch. Was ist in diesem anderen Gang hier unten? Da geht's zum Drachen. Nun, die Frage ist, wollen wir zuerst zur Hexe und uns das Drakehorn holen? Das war unser erstes Ziel. Wir müssen schauen, ob sie noch lebt. Na, sie lebt. Sie ist der Gast, unserem Drachenfreund. Der Gast. Wie kann ich mir das vorstellen? Nun, die Frau von ihm hat mal, war mal die Dienerin von einem Zauberer. Der ist gestorben und seitdem war die ganz, ganz traurig. Und als er die Hexe gesehen hat, hat er sie mitgenommen als Geschenk für seine Frau. Okay, dann. Ist das süß. Okay. Es hört sich an, als ob er seine Frau ersetzen wollte. Es hört sich an, als ob wir jetzt am besten erstmal die Hexe suchen gehen. Genau. Ich würde garantiert wissen, wie man den Drachen noch besiegen kann. Ja, wir schlagen ihn so lange, bis er nicht mehr bewegt. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Wollt ihr Drachen töten? Das werde Plan, ich ja. euch nicht sagen. Doch, das war der Plan. Es ist gut dumm. Oder schlecht? Na gut eigentlich, aber wie wollt ihr das schaffen, wenn ihr fast bei uns gestorben seid? Nun ja, wir haben ihn vorher schon fast getötet. Deswegen ist das da oben alles abgegangen überhaupt. Das war unsere Schuld. Außerdem habt ihr nicht ihr uns fast getötet, sondern die Leiter.
größtenteils. Weil wir aber geschossen haben. Ja, klar. Also komm. Und er nimmt ihn und schubst ein bisschen in die Richtung nach oben. Du läufst vorne. Ja, ja, okay, aber. Aber? Ja, okay. Wer fesselt ihn? Er wollte ihn fesseln. Er soll doch vorlaufen. Nee, der ist ja vorlaufen. Vielleicht verschwindet er auf einmal. Nee, der lässt sich jetzt volllaufen, weißt du? Tatsächlich nehme ich einen. Habe ich Seil noch dabei? Oder war das noch beim. War das ein Kettenschirm bestimmt. Ich habe tatsächlich noch Rope dabei. Ich nehme eine seiner Hände und mache dann eine Schleife und ein Dingens drum und eins um meine Hände und bin's zu. Ihr seid so nett. Dann denken meine Freunde gleich, dass ich. Dann wissen meine Freunde, dass ich das nicht mit Absicht mache. Dann greifen sie mich nicht an. Danke. Es gibt weitere von euch vorne. Natürlich. Hier gibt es Trolle, die sind gemein. Dann gibt es noch diese Kröten. Die ignorieren uns die meiste Zeit. Okay. Einen Moment. Dann gibt es doch irgendwelche anderen komischen Dinger, aber. Da gehen wir ja nie rein. Wir gehen ja nie zum Drachenhort. Okay. Okay, warte, Leute. Wie viel Tempo-Hitpoints hast du, Markus? Keine mehr. Die Kobolde haben die eigentlich weggehauen. 13 oder 14. Okay, er sagt einfach zu den. Er sagt ja zu den 14. Komm. Okay. Wer hat. Ne, alle sind schon voll. Okay. Wie lange halten das? Balassar, hier, gib mir deine Hand. Und Balassar gibt ihr seine Hand. Du kriegst ihn jetzt. Oh, achso, wie lange hält das? Eine Minute. Eine Minute, ja, dann ist das schon vorbei. Ja, das ist halt. Twilight Sanctuary is gone. Oh, nee. Okay, du bekommst Initiative auf dein. Du bekommst Vorteil auf deine nächste Initiative-Wurf. Okay, cool. Und dann holt sie noch Oswalds Stirn wieder und ihr zwei bekommt, falls es mal dazu kommt, 300 Fuß Dark Vision. Welche beiden? Die zwei. Oswald und Balassar. Ich kann nicht im Dorf. Okay. Passt. Ich weiß nicht, ob es ausgelaufen ist, tatsächlich. Weil so. Natürlich, du warst ja auch am Boden. Okay, ja, das stimmt. Ich möchte mich nur ganz kurz nach vorne bewegen, weil ich direkt hinter ihm bin, sonst wäre er nicht an mich angebunden. Oh ja, und Paul, du willst eine Übersetzung von dem Lied? Nein, das war ein Joke. Oh, okay. Ich dachte, du verstehst Celestial. Nein. Ja. Ja. Wie wollt ihr? Also. Leise, in welche Richtung geht es hier? Wo geht es? Zu dem anderen Eingang. Und von dort aus werden unsere Freunde kommen. Und zu unserem. Und zu eurem? Nein, dort geht es auch zur Halle der Riesen. Zur Halle der Riesen? Der auf. Ja, Halle der Riesen. Warum sind hier überhaupt Riesen? Nein, tote Riesen. Oh, tote. Warum sollte ein Drache lebende Riesen zu sich holen? Das ist eine gute Frage. Deswegen habe ich wieder die Frage gestellt. Jetzt macht das natürlich Sinn. Ja, weil also das ist tote Riese. Und hier nach links geht's zur Bibliothek? Ja, da geht es zu den Eiskröten. Dort schreiben die ihre Sachen. Na dann. Aber die ignorieren euch wahrscheinlich sowieso. Wahrscheinlich? Ja, die sind mit dem. Die haben mit dem Drachen eigentlich nur das zu tun, dass die das übersetzen, was er macht. Na gut, dann. Ja, ihr müsst sagen, wo ihr hin wollt. Ich bin gefesselt und. Dreht sich so ein bisschen um. Gehen wir zu der Bibliothek für als erstes? Ohne die rote Hexe, wie sie ihn nennen.
Die rote Hexe war doch in der Bibliothek, oder nicht? Ach so, sorry. Nun, was sollten wir in der Halle der Riesen wollen? Ja. Schätze suchen. Schätze suchen? Ich denke, die liegen bestimmt alle im Drachenhort. Wahrscheinlich. Nein, nein. Nein, nein. Aber bei den Riesen, da gibt's eigentlich nichts zu holen. Hm. Nun, lass uns die Zeit nicht verschwenden. Eher da hinten, dort unten, wenn ihr dort weiterlauft, dann kommt ihr zu dem Boot von der Hexe. Wo lang? Hier? Da unten, beim anderen. Ah, anderes unten, sorry, konnte ich nicht sehen. Dort unten halt. Mhm. Da weiter entlaufen, dann. Also, wo ist die Hexe jetzt? Nein, dann müssten wir jetzt hier lang. Okay, dann gehen wir hier lang. Wollen wir leise gehen, oder? Komm, machen, probieren wir es leise. Probieren wir es halt leise. Wenn ich mein Character Sheet hätte. Ja, das ist eigentlich schon durch. Du hast es eins gerollt. Natürlich ja, sagen müssen. Achso, ja, komm, war ich auch noch. So, wisst ihr, ich dachte, ihr werdet schon durch. Ich hab. Ja, das ist auch durch. Der würfelt ja noch jemand. Hier. Oh, 1-1. Ja, nee, das ist nicht. Das Thema ist was. Also, mit wem bin ich denn hier unterwegs eigentlich? Also dann. Was soll das, ey? Minus 3 im Nachteil. Ja, minus 3. Warum müssen wir ständig Ärger suchen hier? Ja, laufst du durch diese Gänge, die sehr dunkel sind. Hat der Kleine noch eine Waffe bei sich? Nein. Okay. Weggeworfen. Ja, wollte ich nur gefragt haben. Ihr seht aus dem Augenwinkel, dass hier so Kröten rumspringen. Die haben vereinzelt solche Eisbrillen auf den Dingern und halten so Eisblöcke in den Händen, in denen sie rumhämmern und Zeug rein. Hämmern in die Eisblöcke und gehen dort rum. Und ihr seht an der Seite überall Regale, wo die eben so Eisblöcke hineintun und frische, nicht benutzte Eisblöcke rausnehmen und die rumhämmern damit. So, das sind eben diese Kröten. Die tun das Zeug übersetzen von was die Hexe findet. Also die Hexe läuft, die arbeitet freiwillig mit dem Drachen. Oder wie? Naja, die ist gefangen genommen worden und weiß ich, wie freiwillig das ist. Wahrscheinlich so freiwillig, wie ihr uns gerade helft? Ja. Guck mal, klar. Wir sind hier ein bisschen mit dem falschen Fuß aufgestanden, ja? Ludwig. Ja. Ludwig war dein Name? Ja. Von Hoden. Also, von was war's? Hoden... Kreuz? Hodenkneife, nicht Hodenhagen. Hodenkneife. Yeah. Boah. Ja. Ich finde das schon ziemlich nett, dass du uns hier hilfst. Schon. Natürlich. War eine sehr weise Entscheidung. Ich glaube, dein ganzer Stamm sollte sich von dir mal eine Scheibe abschneiden. Und du bist einfach sehr intelligent, was ich nur gesagt habe. Das wäre ja grauenhaft. Nun, hier. Wenn wir hier weitergehen, dann der Hort der Trolle, da sollten wir vielleicht nicht reingehen. Da hast du wohl recht. Inside? Nee, roll ich nicht. Ich trau dem einfach mal. Richtig. Inside? Warum sehe ich niemanden? Könnt ihr ja machen. Kannst jetzt gar keine Lüge. Oder nicht. Okay. Ihr habt ziemlich Randale gemacht da oben. Seitdem sind alle in Aufruhr. Ja gut, was soll man machen hier? Ich meine, das Problem ist, der Drache hat nicht so gute Sachen vor und wir müssen den halt aufhalten. Ist halt leider so. Ja. Und wenn du, also das ist hier ein sehr, sehr gütiges Angebot, was ich dir mache, aber wenn du uns nicht verrätst, dann verspreche ich dir einen Raum in meinem Schloss.
kann mein Clan auch vielleicht noch am Leben gelassen werden? Also solange die uns nicht kaputt machen, versuchen, kann ich das vielleicht noch dulden. Okay, dann verrate ich euch vielleicht, dass wenn wir jetzt zu der Hexe gehen, dass da drei Trolle waren. Oh, drei Trolle. Ja. Aber ja, die wird auch bewacht von fünf von meinem Clan. Also du überzeugst die von deinem Clan? Ja, ja. Dass die aus dem Weg bleiben. Wir greifen die nicht an. Okay? Okay. Und wir kümmern uns um euren Drachen da. Ja? Okay. Wollt ihr... Sollen wir die Trolle verarschen? Verarschen? Nein, ich gehe rein und sagt meinen Leuten, dass ihr uns helft. Und ich lock die Trolle irgendwo hin und ihr versteckt euch und ihr greift sie an. Das war keine schlechte Idee. Das Inside-check ich jetzt erstmal, ob der uns gerade versucht, selber zu verarschen. Ich würde eigentlich recht hier und noch Inside-checken, ob der wirklich eine Feste macht. Er macht das doch. Ja, kannst du ja mal machen. Roll doch mal Inside. Bei dir muss ich Deception rollen, wa? Jo. Kannst du ja rausfinden, der hat gar keine. Okay. Das ist. Du hast auch 0 gewürfelt und hast geschafft. Also, wollt ihr jetzt Inside nochmal machen? Ne? Ja, Entschuldigung, ich möchte kurz Inside. Oh boy. What? Ja, ich kann gar nichts rausfinden. Ja, gut, ja, weiß ich. Genau. Ja, glaubt ihr dem? Natürlich frage ich versehentlich. Glaube ich jetzt meine. Also, ich frage, drehe mich jetzt um und spreche. Ja, keine Ahnung, was ihr sprecht, also kann ich es gar nicht reden. Passt schon. Wenn ich jetzt dahin gehe und die Trolle auf euch hetze und ihr die Trolle fertig macht, dann sterbe ich. Wenn ich euch helfe, dann überlebe ich vielleicht. Wenn du uns hilfst, überlebst du sehr wahrscheinlich. Na also, warum soll ich euch dann verraten? Ihr habt doch selber gesagt, ich bin schlau. Nun, auch schlaue Menschen. Oder in deinem Fall. Kein Mensch. Ja, in deinem Fall Kobolde. Entschuldigung. Machen Fehler, ja? Ja, aber ich hab schon die Fehler gemacht, als wir den Drachen geholfen haben. Alles klar. Gut. Dann sind wir uns da ja einig. Dann nehme ich die... Binde ich seine Hand wieder frei. Also. Mint gibt Balasar ein Potion of Greater Healing. Oh, damn. Wait, what? Die macht 4d4 plus 4 Heilung. Du rollst es, weil du es ihm ergibst. Ja, aber er ihn füllt es ja nicht. Ja, das stimmt auch wieder. Damit er die halt hat jetzt. Ach so. Ah, okay. Schätze ich mal. Dann, wie wollt ihr mehr? Also, ihr. Ich trinke die auch gleich mit rein. Sprecht am besten auf einer Sprache, die die nicht verstehen. Ja. Schwierig, aber. Ich gehe einfach zu meinem Clan hin und sag das denen. Ja, okay. Die sind nicht. Die hören mir eigentlich auch nie zu. Das sind Trolle, also. Gut. Sag es leise. Ja, ihr könnt euch am besten dort irgendwo verstecken. Das hört sich doch nach einem Plan an. Okay. Ja, wir werden. Also. Ich. Trolle kommen von. Sind da, ja. Wahrscheinlich. Wir trauen ihm gerade. Ja, ich sehe da auch schon was. Okay, Ja, gut. Okay. Dann versteckt euch. Ich gehe vor. Kann ich mich hier hinstellen? Kannst dich da hinstellen, ja. Dann bleib ich da mal stehen. Kann ich mich hier in das Ding reinzwängen? Da. Ja. Anscheinend kannst du das. Wow, heftig. Wo zum Fick bist du? Mein Gott. What the fuck? Wo bist du? Ich bin gone. Du bist auf jeden Fall gone, ja. Ich mach mein Legacy of Malboge und mach Invisibility. Oh. Okay. Der Balasar versteckt sich hier drüben. Mach mal eine Probe auf Heimlichkeit im Vorteil, wenn du dich da drin versteckst.
schon. Ja, gerade schon gegeben. Danke. Aber Vorteil ist der 11. Nee. 11? Vorteil wäre. Nachteil, Vorteil, also eigentlich eine 3. Keine Ahnung. Ja, also normal, genau. Dann verstecke ich mich auch ganz blöd. Mach das mal. Gib mir selber Guidance. Und. Okay. Das finde ich gut, dass ihr. Kriegst auch Vorteil? Hoff nur auf gutes Glück. Plus 4. What the fuck? Ja, okay. Okay, ja. Okay, ja. Jetzt sind plus 4. Dann. Ich muss mich auch noch verstecken hier. Ah. Die Frage ist nicht so ganz, oder? Aber die Frage ist halt wo? Da, wo ich bin zum Beispiel. Ich kann ja alle die gleiche Ecke hocken, oder? Oder ja. Du bist ja eher weit. Du schießt ja eher von fern, du kannst mit meinen tauschen, kann mich schon hier verstecken. Ich kann mich hinten in die Ecke, ich kann mich hinten in irgendeine Ecke verstecken, aber ich will nur wissen, ob da jemand ist, aber eigentlich, den ich nicht sehe oder so. Weil der Raum ist doch ziemlich groß. Ja. Also 300 Fuß Dark Vision, ne? Ja. Aber das heißt, also ich kann mich schon hier hinten da verstecken, zum Beispiel. Ja. Also. Okay, dann stecke ich mich da hinten. Easy. Bin ich gerade behindert? Wo wolltest du dich verstecken, da oder wo? Ja, irgendwo hier hinten in diesem Bereich halt hier. Keine Ahnung, hier scheint mir eine Ecke zu sein oder so. So? Dass ich halt den Eingang im Blick habe, ja genau so. Okay. Ups. Du musst auch noch... Nee, ja. Ich nicht, Peppe. Hast du schon? Wo? Ich bin invisible. Achso, also, ja, du bist invisible. Ich gebe mir nochmal Guidance. Und bleibe stehen dabei, also. Okay. Das ja. Geht ihr jetzt hoch. Ihr seht, wie er nach oben rennt und verschwindet. Also, Rekion würde gerne lauschen. Direkt dahin lauschen. Als Post. Also, um zu hören, was die. Sagen. Deswegen steht er ja eher hier so. Ich hab einen Witz. Plötzlich hört ihr, wie der wieder zurückkommt. Ja, da hinten, ganz viele Eindringlinge. Wollt mich töten. Hab gesagt, wenn ich euch verrate, dann helfen die mir, euch zu töten. Ja, da hinten, wartet, kommt mit. Und ihr seht, wie er da reingeht. Und der Kleine schaut sich um. Da draußen. Dort waren sie. Müsst schnell hingehen! Im Moment, in dem ich ihn da sehe, denn ich sehe ihn. Ja. Beschwöre eine Klinge in meiner Hand und werfe ihm nur. Und ich caste. Auf den Eistroll, den hatte ich gerade hier gesehen. Ich caste. Ja, nicht auf den Kobold. Ich mach mein Hex und knall dem im selben Moment mit Dingens an. Okay, erstmal Initiative. Ja, das wäre jetzt eigentlich Surprise Round, wa? Ja, ihr habt jetzt Surprise Round, aber ihr müsst trotzdem die Initiative aussuchen. Jo. Ja. Die ist schon klar. Ich komm schon Rekion. Moment. Ey, let's go. Ich muss noch ein D4 werfen. Dann habe ich. 15 Balazar, Initiative. Balazar, du hast immer noch eigentlich Dingens auf Initiative. Was? Vorteil. Advantage. Oh. Ich hab nicht vergessen. Das heißt, du kannst ihn nochmal werfen. Ja, würfel nochmal. Ja, schon ein bisschen besser. Guck mal. Jetzt kommen ja alle vor ihm dran. Ja. Hier kommt sowieso alle vor ihm dran. Rekion, du bist dran. Genau. Also, oh, außer was Rekion, Hex auf dritten Level. Okay. Ich gebe ihm tatsächlich
Stärke. Malus, also er hat Disadvantage auf Stärke. Okay. Würfe. Cool, wir können ihn grappeln. Nee, können wir nicht, weil es nicht Rettungswürfe ist. Haha, ich habe gelernt. Ja, das braucht nur Athletik oder ja. Akrobatik. Grapple ist Ability Check tatsächlich. Oh ja, dann können wir ihn grappeln tatsächlich. Ja, los geht's. Und klatsch ihm. Aber einfach so grappeln, glaube ich. Ich, da gibt es eine Limitierung. Da darf, glaube ich, nur eine Größenordnung größer sein als du. Dann geht's. Okay. Ich klatsche trotzdem zweimal einen Eldritch Blast ins Gesicht oder auch nicht. Ins Gesicht? Ins Doch, Gesicht? Du machst es zweimal. Okay. Schön. Das ist der Damage. Okay. Wer von den Charakteren hat schon gegen Trolle gekämpft? Oder sind die alle tot, die schon gegen Trolle gekämpft haben? Mit Region. Region. Region, ja. Ich bin tatsächlich in eine andere Dimension gestealtht. Kannst du mich ein Feld wieder rein? Ja, danke. Das wollte ich gerade sagen. Deswegen habe ich gemeint, so, wo bist du eigentlich? Ich war weg. ja. Also ich werfe meine Klinge in seinen Rücken. Bin ich im Vorteil, weil ich versteckt war? Ja. Natürlich. Außerdem ist es ja noch Surprise Round. Das heißt, bevor der Typ überhaupt rankommt, haben wir noch mal eine Runde. Dann mache ich mit Sharpshooter. Die Bardic Inspiration ist ausgelaufen, oder? Die hast du nicht benutzt, die sind 10 Minuten. Und ich würde nicht sagen, dass wir jetzt 10 Minuten unterwegs waren. Was sagt Yannick? Ja, lass mal. Weniger als 10 Minuten. Okay. Dann mache ich den ersten. Im Vorteil. Wolltest du nochmal gepostet haben, weil es Bardic Inspiration hat? Ich glaube, das darfst du sogar dann auf Attacks machen, oder? Nee, nevermind. Combat Inspiration habe ich doch, oder nicht? Okay, minus. Ja, das war was anderes. Ja. Combat Inspiration. Okay, machst du 35 Schaden. Kannst du zum Damage Roll auch dazu machen, wenn du möchtest. ja, und den zweiten, dann beschwöre ich in meiner zweiten Hand erscheint noch eine etwas kleinere Klinge. Ohne Sneak. Bin ich da auch noch im Vorteil? Ja. Okay. Immer. Und die zweite Aufbildung. Zahlt ja auch noch. Okay. Ja, er lebt noch. Wind, du bist da. Okay. Sieht aber überhaupt nicht mehr frisch aus. Ja gut, dann brennt in sein Gesicht eine Flamme. In seinem Gesicht? Mach. She-Man! Dex wird Schirr und so wechseln. Warte, wann? Ach, Leute, ich hab grad auf den Falschen geschaut. In Nachteil oder? Warum hat der nur 9 Konstitution? Nein, das war nicht echt, leider komisch. Der kleine Troll. E-Dexterity safe. Ja, aber trotzdem, ich finde gerade das so an. Wie kann der nur mit 9 Konsti haben? Er schafft es aber. Cool. 21. Ja. War, ist das in dem Fall Nachteil oder Fort? Oder es gibt keinen. Es gibt nichts, ne? Ja, gut, nein. War, mag nichts. Dann bleibe ich hier. Okay, das ist der Kugel in der Reihe. Und der dreht sich um und greift ihn an. Oh! Der Depp. Das yeah. Okay. Wir müssen ihn retten, ey. Trifft Aber ihn. Surprise Round. Also, und das heißt, der. Oh mein Gott! Okay, das kam unerwartet. Auf den Troll hochspringen und ihn in die Kehle durchschneiden. Und der fliegt zum Boden und ist. Oh. Und wieder, wie es da weitergeht, das erfahren wir das nächste Mal. Er kriegt 16 Stufen mehr. Also machen wir nicht. Nein, der Markus muss jetzt. Oh, unlucky. Genau. Wir müssen auf anderen denken, hallo.